Hallo? Ist schon jemand da? Ich hoffe, ich. Ja, okay, ich bin online. Hallo, ihr Verrückten, und einen schönen zweiten Advent. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Hallo, Kettenhund, hallo, Eisengrad, hallo, Onkel Brody, hallo, Heidechse, hallo, Hija, hallo, Creepy König, hallo, Green Mausi, hallo, Joker Richter. Wie ist die Musik? Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Man kann sie hören. Auf meinen Kopfhörern werde ich wieder taub. Hallo Kitsuna, hallo Lilly, hallo Mr. Milligramm. Okay, wir sind also wieder zu fünft. Es wird eine gemütliche kleine Adventsrunde heute. Und ich habe heute eure Wintertales dabei. Ich muss nur warten, bis ich Rückmeldung kriege. Und ich sehe, dass unten der Text nicht aktuell ist. Oh, da hat jemand geschlampt. Heute haben wir den 39. Also 39. Almtagebuch. Wintertales. Okay. Rückmeldung. Ja, Hund! Wie ist die Musik? Hört ihr meine schöne weihnachtliche Musik, die ich heute extra für euch rausgesucht habe? Wir haben heute schöne Weihnachtslieder, traurige Weihnachtslieder, langsame Weihnachtslieder. Alles dabei, nicht so einen komischen Quatsch wie letzte Mal, denn das war schrecklich. Und ich konnte es nicht so richtig steuern und am Freitag. Ich weiß gar nicht, ob ich den Stream überhaupt hochladen soll. Ich habe Angst, dass es wirklich einen Shitstorm gibt. Ich habe so viele Späße gemacht und manche waren vielleicht ein bisschen krasser. Aber kommt, ihr habt gelacht. Und ich habe es nicht so ernst gemeint. Die Musik ist hörbar, sagt Onkel Brody. Okay. Ein bisschen leise, sagt Kettenhund. Können Sie ein bisschen lauter machen? So, ich hoffe, sie ist jetzt nicht zu laut. Bei diesen Weihnachtsliedern ist es immer super gefährlich. Manche Lieder sind sehr tief, deswegen wirken sie leiser. Und dann lässt du es so leise und dann kommen so Klingeln und sowas und dann ist es wieder zu laut. Es ist sehr verwirrend. Das kann man nicht so. Okay, jetzt ist besser. Gut. Hallo Betty, dann wünsche ich dir eine gute Fahrt mit dem Zug. Vielleicht bin ich sogar da noch on. Auf jeden Fall freue ich mich. Nachher kommt deine Geschichte auf YouTube. Noch etwas lauter, sagt Isengrad. So. Muss ich aber auf meinen Kopfhörer mehr. Ich werde sonst von Weihnachtsmusik erschlagen. Ich bin so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Es liegt vielleicht daran, dass ich immer noch keinen Urlaub habe. Es ist so, dass dieses Jahr noch ein Hörbuch kommt. Und zwar kein YouTube-Hörbuch, sondern ein richtig echtes Hörbuch. Das werde ich nächste Woche aufnehmen. Ich freue mich darauf schon sehr. Und Archie hat sehr, sehr, sehr viele Verträge für neue Hörbücher gemacht, die dann im Januar, Februar, März, April kommen. Und ja, ich freue mich darauf schon sehr. Aber ich sehe, die freie Zeit, sie ist nicht da. Okay. Hija sagt, das ist dein Stream, du kannst Schabernack treiben, so viel du willst. Ja, das mag sein, aber manche nehmen es vielleicht zu persönlich oder zu ernst. Okay. Hallo, Mabudo. Dann fangen wir heute an. Wir sind heute ganz allein. Archie ist jetzt mit den Hunden Gassi. Ich traue mich gar nicht mehr raus. Hier laufen nur Irre rum. Es ist die hundefeindlichste Stadt, die ich je erlebt habe. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe es schon tausendmal erzählt. Überall sind Hundeverbotsschilder. Es gibt keine Hundewiese, es gibt keinen Hundeverein. Und sobald man mit dem Hund irgendwo lang geht, kommen die Leute raus oder schauen vom Fenster aus. Man sieht Vorhänge sich bewegen. Überall starren die Leute einen an. Ich habe richtig Paranoia entwickelt. Und es war kürzlich so, dass mich sogar eine Frau handgreiflich angegriffen hat vor ihrem Kind. Und ich kenne so ein Verhalten gar nicht. Ich war sowieso schockiert. Ich wusste nicht, was macht diese Irre jetzt mit mir? Bringt sie mich um? Ich hatte zwei Hunde an der Leine. Der eine hat Angst und wollte wegrennen. Der andere hat geknurrt. Hätte Laika die Frau gebissen in dem Moment, hätte sie mich geschlagen. Die hat mich geschlagen. Die hat mich geboxt, richtig. Hätte Laika zugebissen, dann wäre es wieder meine Schuld gewesen. Ich habe mir versucht mitzuteilen, sie soll bitte weggehen. Es war nämlich so, dass Shiva auf ein Stück Ödland gekackt hat. Ödland. Es gehört niemandem. Es wuchert nur ganz viel rum. Es sieht ganz viel Müll rum. Es ist super dreckig. Und ich mache sonst Hundekacke weg. Aber unsere Hunde sind auch Stadthunde. Die kacken nicht auf den Gehweg, sondern nur da, wo sie wirklich dürfen.
Und ja, das hat ihr trotzdem nicht gefallen. Auch Ödland muss sauber gehalten werden. Und dann habe ich gesagt, ich werde es nicht wegmachen. Und daraufhin hat sie mich richtig geboxt. Ich muss schnell weggehen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihr geschlagen hätte. Ihr Kind war dabei. Das saß in so einem kleinen Tretding. Und ich dachte, das macht die vor ihrem Kind auch noch. Also generell eine fremde Frau angreifen auf offener Straße. Aber man kann ja auch keine Hilfe erwarten. Wie gesagt, diese Stadt ist so hundefeindlich und ich habe mich dann ewig nicht nach Hause getraut. Und ich war so verstört, ich war wirklich verstört. Der ganze Tag war gelaufen. Und ich dachte, wie kann man nur sowas machen, was die mit mir im Endeffekt längerfristig gemacht hat. Ich mag auch nicht zum Beispiel Hundekacke auf dem Gehweg. Aber wie gesagt, es war kein Gehweg, es war wildes Ödland. Und in Wäldern, auf Feldern oder jetzt keine Spielwiesen, aber so wilde Wiesen, da braucht man das nicht wegmachen. Ist jetzt meine Meinung. Und deswegen, ja. Darkness Raptor fragt, werden Menschen irgendwie immer aggressiver? Ja, weiß ich nicht. Ich find's richtig. Keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht also verarbeitet. Das ist schon mehrere Wochen her. Ich musste auch erstmal darüber nachdenken, wie ich damit umgehe. Ich war seitdem kein einziges Mal Gassi. Und wenn wir umziehen nächstes Jahr im Herbst, dann wohnen wir direkt am Wald. Also Fußweg zum Wald sind ungefähr 20 Sekunden. Und dann werde ich wieder Gassi gehen. Aber hier kann ich einfach nicht. Ich kann nirgendwo hingehen mit den Hunden. Überall brauchen wir Auto, wenn wir in den Wald wollen oder so. Und ja, das war so verstörend für mich. Ich hasse diese Stadt. Ja. Kettenmund sagt, die Stadt insgesamt ist seltsam. Das stimmt, denn er hat mir auch nicht geglaubt, dass hier keine Bars gibt. Hier gibt es nichts. Hier ist der Hund begraben. Oh Gott. Und deswegen der arme Archie, egal wie spät es ist, egal ob er Überstunden macht oder zu spät zur Arbeit kommt und deswegen länger machen muss, er muss immer mit den Hunden gehen. Ich traue mich nicht mal mehr so einfach vor die Tür und hier vor der Tür ist eine kleine Wiese, die Hunde da schnell pullern zu lassen. Ich traue es mich einfach nicht mehr. Und ich habe vorher in einer riesigen Stadt gewohnt und da sind Geldstrafen sehr hoch, wenn man die Hundekacke nicht wegmacht. Und trotzdem, es hat nie jemand was gesagt. Nie. Also meine Hunde kacken natürlich nicht auf dem Gehweg, aber ich habe es halt bei anderen gesehen. Auch auf Hundewiesen. Es gibt 1000 Hundewiesen. Es gibt so viele Angebote für Hunde. Und hier, jeder Typ, der einen Hund hat, wechselt sofort die Straßenseite. Hunde dürfen sich nicht beschnüffeln, die dürfen nicht spielen. Das war schon mein erster Schock. Das allererste Mal, als ich hier Gassi gegangen bin, das war ein Tag nach dem Umzug, morgens um 7, Sonntagmorgens war das. Ich habe mich total verlaufen und bin in einen Weg rein, der war aber eine Sackgasse, da waren nur Häuser. Dann bin ich wieder umgedreht. Da kam gleich ein alter Mann raus und hat mich angebrüllt, dass Hunde hier nicht willkommen sind. Da habe ich voll geheult, weil ich das nicht kannte, dass da auch Menschen rauskommen und einen anbrüllen. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich neu bin, mich verlaufen habe und gestern erst eingezogen bin. Es war dem egal, der hat mich dann weiter angefahren. Ja. Aber ich würde überall hingehen, wo Archie hingeht. Und wir haben ja, nächste Woche haben wir unseren Termin, da unterschreiben wir unser Grundstück und dann können wir Februar, März unser Haus planen und dann wird gebaut, Gott sei Dank. Kathi wohnt in der Twilight Zone, sagt Mr. Milgram. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm für mich. Und allein das Rausgehen, das fehlt mir auch. Und ich war letzte Woche mal alleine einkaufen, das mache ich sehr selten. Wir brauchten irgendwelche Zutaten. Und auch da hatte ich Angst, dass die Frau dann irgendwie mit im Laden ist und mich wieder anschreit oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch so eine Pussy einfach, aber ich kenne es halt nicht, dass Menschen so böse sind. Ja, die Welt ist böse, sagt Joker Richter. Ja. Hija sagt, du solltest in deinem Horror-Make-up Gassi gehen, keiner wird dir blöd kommen. Ja. Andere Frage, was ist, wenn ich einen Elektroschocker dabei gehabt hätte oder Pfefferspray? Sie hatte ein Kind dabei und ich habe mehrfach zu ihr gesagt, gehen Sie mal bitte zu Ihr Kind, das Kind war gefährlich in einer Straße, wurde komplett ignoriert und sie ist nur auf mich gegangen. Die haben mich auch noch eine ganze Weile verfolgt. Und ich habe zu ihr gesagt, passen Sie bitte mal auf Ihr Kind auf. Sie hat vorher Ihr Kind noch ganz doll angeschrien. Dann habe ich dann auch zu ihr gesagt, erschreien Sie Ihr Kind an, jetzt mich. Was ist los?
Was ist, hätte ich mich gewehrt mit Pfefferspray? Ich meine, das ist eine Mutter mit einem Kind. Das kannst du eigentlich nicht machen, auch wenn die einen schlägt, oder? Verstehen die nicht unter Naturschutz? Und was passiert dann? Hätte ich dann eine Anzeige gekriegt? Wäre es Notwehr gewesen? Ich weiß nicht. 1000 Dinge. Und dann, Tage später, bin ich nach Hause gegangen. Also war ich zu Hause und dann dachte ich mir, was hätte ich alles machen können? Was hätte ich alles sagen können? Hätte ich mich wehren sollen? Hätte ich den Hund losmachen sollen? Ich weiß nicht. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, es einfach, oh Shiva, einfach wegzumachen. Aber sorry, ich sehe es halt wirklich nicht ein auf einem Ödland. Nirgendwo sind auch Mülleimer, nirgendwo sind Behälter für Hundetüten. Viele Städte bieten das an, diese Stadt nicht. Es gibt keine Mülleimer und stundenlang bei einer großen Hunderunde so eine olle Plastiktüte rumtragen. Und ich hab's, das muss ich noch sagen, das hat mich richtig abgefuckt. Im Stadtpark, in meiner Heimatstadt, war es so, dass überall Krähen waren und die haben alle Mülleimer immer geplündert. Die haben auch alles rausgenommen aus dem Mülleimer, dann haben die Verpackung aufgerissen und jeden Morgen um 6 war ich Gassi oder um 5, überall lag der Müll rum von den Krähen, weil die Leute Essensreste im Stadtpark weggeschmissen haben oder auch wenn die gegrillt haben. Was ist das für Musik? Ja. Und dann auch die Hundekotbeutel. Die haben die Plastikbeutel rausgenommen, haben die aufgerissen und die lagen dann überall in den Büschen. Die lagen auf den Wiesen und im Gebüsch hat niemand was weggemacht. Auch die Stadtgärtner haben das nicht weggemacht und überall lagen diese Hundekotbeutel rum. Das war super nervig. Diese Musik. Okay. Anti-Idioten-Spray, du brauchst. Ja. Mach dir keinen Kopf, sagt Kettenhund. Du hättest da nicht sinnvoll drauf reagieren können, außer ihr aus dem Weg zu gehen. Ja, habe ich ja auch gemacht. Eisengrod sagt, es gibt denn sowas wie Notwehr. Nachdem die Frau dich geschlagen hat, hättest du das richtig auch zu verteidigen. Ja. Ich weiß halt nur nicht, was ist das für eine Frau? Geht ihr dann das Recht auf mich los? Lässt ihr später an ihrem Kind aus? Wie ist sie überhaupt zu ihrem Kind? Ja. Ich persönlich, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich achte auch, dass es vor den Hunden nicht so ist, dass ich ganz starke emotionale Szenen zeige. Ich hatte früher mal einen Freund, der war sehr schnell in Rage und der hat halt mich oft angeschrien und das vor den Hunden und die hatten dann immer Angst. Ich denke mal, Kindern geht es auch so. Du solltest als Mutter, wenn dein Kind dabei ist, nicht irgendwie so krass die Fassung verlieren. Mal abgesehen davon, dass man keine Fremden schlägt, aber auch rumbrüllen oder so. Das Kind hat doch Angst, wenn die Mutter schreit, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall mein Trauma im Moment, deswegen gehe ich gar nicht mehr raus. Und ja, sitze jetzt mit euch und feiere den zweiten Advent. Null Weihnachtsstimmung, obwohl wir jetzt mittlerweile alles weihnachtlich geschmückt haben. Vor mir sind 3 Kerzen. Und wir lesen heute Weihnachtstexte, die ich euch vor... Ich habe euch den Anfang vorgegeben und werde dann schauen, was ihr daraus gemacht habt. Ich weiß auf jeden Fall, dass einige Geschichten ganz schön krass sind, Onkel Brody. Aber gut, gut. Das ist in Ordnung. Lila Waldfee sagt, ich würde mal blöd angemacht, dass ich hinter meinem Hund wegräumen soll, was ich immer mache. Sie meint, eine 30 cm Wurst auf unseren Spitz zuordnen zu können. Ja, das nächste übrigens, wenn ein Hund Durchfall hat, das hat man mir gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bei Durchfall bist du übrigens nicht verpflichtet, das wegzumachen, weil du es ja auch gar nicht so richtig wegmachen kannst. Hast ja nicht noch Küchenrolle dabei. Ja, aber es geht halt auch darum, dass es ist zum Beispiel ein Weg, da beginnt ein Feld und da ist ein Feldweg und an diesem Feldweg steht ein Haus. Und an diesem Feldweg ist noch eine Straße, wo ein ganz kleiner grüner Streifen ist. Der gehört nicht zum Haus und nicht zum Feldweg. Und da haben die Leute von dem Haus ein Schild hingemacht, Hunde dürfen hier nicht hinmachen. Was erstmal gar nicht erlaubt ist. So. Wenn der Hund dann das Feld betritt und dann sich hinhockt zum Pullern, dann kommen die auch raus und machen einen blöd an. Was halt, Hunde dürfen gesetzlich überall hinpullern, wo kein privates Eigentum beschmutzt wird. Also an Motorrad oder so dürfen sie nicht pullern. Aber sie dürfen sich auch einfach mitten auf dem Gehweg hinsetzen und dahin pullern. Ist nicht schlimm. Aber vielleicht korrigiert mich auch jemand. Ach Gott, okay.
Mr. Milgram sagt, können wir aufhören, uns über diverse Hundeexkremente zu unterhalten? Ich wollte eigentlich gleich gemütlich beim Stream essen. Mr. Milgram, wenn du wüsstest, was gleich für Geschichten kommen. Na gut. Mabudo sagt, ich leih mir Hunde und komme in Katis Stadt. Ja, bitte. So. Okay. Dann wollen wir jetzt mal lesen. Und danke an alle, die mitgemacht haben, die was geschickt haben. Und nochmal ein riesiges Dankeschön an unsere Lektoren, die sich halt Tag und Nacht unermüdlich hinsetzen und die ganze Zeit alles korrigieren und auch sogar markieren, wer was spricht. Und das finde ich ganz klasse, dass sie Menschen so viel Zeit da reinstecken, um mir Arbeit zu erleichtern. Danke dafür nochmal. Und danke nochmal für an alle, die am Freitag donated haben. Das hat nicht nur das Finanzamt gefreut, sondern es hat mir auch mal emotional gut getan. Okay. Irgendwie ist meine Nase mal zu sonntags. Gut. Dann wollen wir jetzt mal lesen. Die Aufgabe war, die Hausaufgabe war Seite 36 und ich habe euch einen Anfang vorgegeben und der sollte weitergeschrieben werden. Maximal 3 Seiten und ich freue mich halt riesig, dass so viele Einsendungen waren und wieder sowas Verschiedenes. Das ist wie im Adventskalender gerade, das ist so krass. Ich habe nur gesagt, schreibt doch mal bitte eine Weihnachtsgeschichte. Und da kamen so verschiedene Sachen raus. Wer allein die Geschichte gestern gehört hat, weiß, dass Weihnachten nicht immer gleich Weihnachten ist. Okay. Die erste Geschichte ist von Eisengrout, meine Schwester. Die ein bisschen traurig ist. Los geht's. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter dem Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunten Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Es waren weniger Geschenke als sonst. Ich durchstöberte die Namensschilder an den Päckchen. Es fehlten die Geschenke für meine große Schwester. Sie hatte letzte Woche einen schlimmen Streit mit unseren Eltern und lief davon und kam erst gestern wieder. Vielleicht sollte das ihre Strafe sein. Seit meine Schwester wieder da war, herrschte eine angespannte und zugleich traurige Stimmung. Papa und Mama brauchten kaum Worte heraus. Einzig die Stille drückte ihre Gefühle aus und mir fehlt der Mut, etwas zu sagen. Okay. Ich hörte Mutter abends immer weinen, verstand aber nie warum. Meine Schwester blieb die meiste Zeit in ihrem Zimmer. So verstrichen die Tage mit der bedrückenden Atmosphäre bis zum Weihnachtsfest. An dem Morgen hatten meine Eltern ein prächtiges Frühstück vorbereitet. Der Duft von frischen Brötchen und gekochten Eiern erfüllte die ganze Wohnung. Einzig meine Schwester wollte wieder nicht mit uns essen. Nach dem Frühstück fing Mutter an, den Weihnachtsbraten vorzubereiten, während Papa und ich spielten. Als meine Schwester die knarzende Treppe herunterkam, blickte Papa voller Angst und Entsetzen zu ihr. Eine Weile verharrte er so, bis er wieder ein Lächeln aufsetzte und weiterspielte. Scheinbar war er immer noch wegen dem Streit böse. Mama rief uns zum Essen. Sie hatte einen herrlich duftenden Entenbraten, der in der Bratensoße glänzte, gemacht. Diese Delikatesse wurde von den luftigen Klößen und dem pikanten Rotkohl abgerundet. Mama machte einfach das beste Essen der Welt. Und dann kam die Bescherung. Sie hatten mir neue Spiele für meine PlayStation geschenkt. Von meiner Schwester bekam ich einen Gutschein. Ich fasste meinen Mut zusammen und fragte meine Eltern, warum es keine Geschenke für meine Schwester gab. Beide sahen mich verständnislos an. Mutter kam die Tränen, Papa legte mir eine Hand auf die Schulter, ehe er anfing, mit trauriger Stimme zu sprechen. Als deine Schwester weglief, stürzte sie sich von der Brücke. Wir wollten es dir nicht sagen, damit du wenigstens das Weihnachtsfest genießen kannst. Jetzt war ich derjenige,
der ihn mit einem Ausdruck des Entsetzens anstarrte. »Aber sie steht doch dort«, brachte ich mit zittriger Stimme hervor und deutete auf meine Schwester. Diese lächelte mir zu, ehe sie sich in Rauch auflöste und für immer verschwand. Oh, es ist traurig. Eisenrod, Dankeschön. Oh, sehr traurige Geschichte. Muss schnell was Lustiges sagen. Spielt ihr heute mit Stream-Bingo? Und schon ist die Stimmung unten, sagt Eisengrout. Goyner Schatten sagt krasse Geschichte. Creepy König sagt krass und traurig. Coole Geschichte. Heidexe sagt, oh mein Gott. Ja, wir kriegen die Stimmung gleich wieder hoch. Auf jeden Fall, mir hat die Geschichte gut gefallen. Eisengrout, du hast was Tolles draus gemacht. Dankeschön dafür. Eisengrout hat übrigens eine ziemlich seltsame Vorstellung von Weihnachten. Wie ihr noch merken werdet. Sehr verstörend, aber sehr gut. Sehr unerwartet. die Geschichte hat mir auch sehr gut gefallen. Tolle, aber traurige Geschichte, sagt Zwei Wunder. Hallöchen! Lupilo sagt, schön geschrieben. Green Mousy sagt, schön, aber auch traurig, deine Geschichte. Und Gil Brody sagt, oh no. Okay. Dann machen wir mal schnell weiter. Green Mousy. Green Mousy hat zwei Geschichten geschrieben. Danke dafür nochmal. Das geht nämlich auch. Ihr könnt auch mehrere Geschichten einreichen. Und die Geschichte heißt Der Weihnachtsbraten. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter dem Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunten Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Manche der Geschenke waren schmutzig. Mama stand in der Küche und summte ein Lied, während sie Essen zubereitete. Ich erzählte ihr von den schmutzigen Geschenken, doch sie ignorierte mich nur. »Mama, hör mir doch mal zu!« Sie sah mich verärgert an. »Was ist?« Ich stockte. »Sie schreit mich doch sonst nie an, jedenfalls nicht ohne Grund.« Ich beschloss, es sein zu lassen und stotterte, »Ist schon in Ordnung.« Ich ging zu Emily, meiner kleinen Schwester. »Emily, bist du in deiner Kissenburg?« »Hihi, du siehst mich nicht!« Das nervt, wenn sie das macht. Lass mich raten, du bist im Schrank. Ach, Menno, das ist gemein, Tobi. Der Tag verging schnell. Mama brachte uns ins Bett, aber irgendwas schien nicht zu stimmen. Papa war den Tag über sehr eigenartig gewesen. Er hatte sich öfters in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen. Mama, ist mit dir und Papa alles in Ordnung? In dem Moment schaute sie mich wieder böse an. »Was mit deinem Vater und mir ist, hat euch nichts anzugehen. Nun schlaft und wehe, ich höre euch.« Emily und ich hatten Angst, etwas zu erwidern, und so versuchten wir sofort einzuschlafen. Ich hatte einen schlimmen Albtraum, dass Mama und Papa uns nicht mehr lieb hatten und uns ein Ungeheuer zum Fressen vorwarfen. In dieser Nacht hatte Emily zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ins Bett gemacht. Wir hatten Angst, es Mama zu sagen. Und so versuchte ich es zu verstecken. An diesem Tag war noch mehr Schmutz an den Geschenken. Aber auch der Baum sah nicht gut aus. Er verlor an manchen Stellen Nadeln. Emily und ich versuchten es Papa zu erzählen, aber der schloss sich wieder in sein Zimmer. Also versuchten wir erneut, es Mama zu sagen, doch diese schrie uns an und wir sollten den Baum in Ruhe lassen. In diesem Moment merkte ich, dass hier was nicht stimmte. Unsere Mutter machte uns Angst und Papa versteckte sich vor uns. So vergingen die Tage und ich erkannte meine Eltern nicht mehr wieder. Selbst Emily war komisch geworden. Es war die Nacht vor Weihnachten, als ich von einem lauten Krachen aufgeweckt wurde. Ich hatte Angst, ging aber trotzdem nachsehen, was das sein mochte. Mama kniete vor dem Baum, ein Messer in der Hand. Sie redete mit jemandem, doch da war niemand.
Ich lasse jetzt einfach mal diese schöne weihnachtliche Musik zu dieser Geschichte, okay? Es hätte alles so schön sein können, wenn du nur mitgemacht hättest. Doch leider bist du gegen mich und meine Tradition. Also bleibt mir keine andere Wahl. In diesem Moment hob sie das Messer in die Luft, um auszuholen. Ich konnte mir... Die Musik ist ein... Das ist lustig. Okay. Ich muss was Trauriges, Gruseliges finden. Ich konnte mir ein leises Kreischen nicht verkneifen, doch bevor sie sich umdrehen konnte, rannte ich in unser Kinderzimmer. Da sah ich, dass Emily mich mit leuchtenden Augen ansah. Sie sprach kurz und ernst, »Wo warst du?« Ich erschrak. So hatte sie noch nie mit mir geredet. »Ich war nur auf der Toilette«, antwortete ich ihr. Sie sank wieder in ihr Kissen und schlief weiter. »Ach, etwas stimmt hier ganz und gar nicht«, dachte ich mir. Meine Angst und Panik wuchs. Was sollte ich nur machen? Ich war ganz allein. Mama und Emily waren nicht mehr sie selbst und mein Vater versteckte sich. Mit diesen Gedanken schlief ich ein. »Aufstehen!« Ich wurde voller Freude von Emily und Mama geweckt. Anscheinend war alles wieder normal. Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett und rannte zu den Geschenken. Doch etwas stimmte ganz und gar nicht, denn überall war Blut. »Was ist denn hier passiert?« fragte ich Mama, die mit einem Blech frisch gebackener Plätzchen hinter mir stand. Ihr Lächeln wurde immer breiter, bevor sie sagte, »Ach, unser Weihnachtsbraten war dieses Jahr etwas widerspenstig. Pack doch deine Geschenke später aus.« Sie ging in die Küche, wo Emily schon wartete. Ich dachte mir nichts dabei und folgte ihr. Auf dem Tisch stand etwas, das ich mit meinem jungen Verstand gar nicht richtig begreifen konnte. »Komm, setz dich zu uns und lass es dir schmecken. Der Weihnachtsbraten ist mir echt gut gelungen«, sagte Mama, während sie in eine Hand biss, aus der sogleich Blut floss. Emily hatte gerade die andere Hand gegessen. Ihr Mund war voller Blut. Sie zeigte mir ihre blutverschmierten Zähne. Nach einer Weile fand ich meine Worte wieder. »Mama, was ist das?« »Natürlich unser Braten. Dein Vater war leider gegen meine Weihnachtstradition. Als er herausbekam, was jedes Weihnachten unser Braten war, wurde er dieses Jahr zu unserem Braten.« Während sie sprach, kam sie langsam auf mich zu. »Und nun würde ich gerne wissen, ob du die Tradition mitmachst wie deine Schwester oder brichst wie dein Vater.« Ich wollte nicht sterben, aber ich wollte doch nicht meinen eigenen Vater essen. Ich setzte mich an den Tisch und schaute mir den gebackenen Kopf an. »Möchtest du ein Stück?« Sie schnitt in den Schädel und legte mir sein Auge und die Zunge auf einen Teller. »Dieses Jahr müssen echt viele Väter an Weihnachten gegessen werden irgendwie, ja?« Sie stand mit dem Messer neben mir und beobachtete, wie ich das Auge zum Mund führte. »Schön essen, dann wirst du bald groß und fett.« Ich kämpfte zu sehr mit dem Ekel und Brechreiz, als dass ich verstand, was sie da gerade gesagt hatte. Nachdem ich mit großer Mühe die Zunge verspeist hatte, brauchte ich eine Pause. »Jetzt könnt ihr eure Geschenke auspacken.« Emily rannte lachend zu den Geschenken. Langsam folgte ich ihr. In den Geschenken waren Messer, eines größer als das andere. »Ich dachte mir, nächstes Jahr seid ihr dran, den Braten zu zerlegen.« Ich starrte sie und die Messer an und merkte, dass dies nicht mehr meine Mama war. Auf einmal merkte ich, dass ich Hunger hatte. Großen Hunger. Wie unter Hypnose ging ich in die Küche und aß vom Fleisch meines Vaters. Je mehr ich aß, umso mehr schmeckte es mir. Ich wollte mehr von diesem grandiosen Fleisch. Mama sah, wie sehr es mir schmeckte und freute sich. »Es ist schön, dass es euch Kindern so gut mundet.« Emily und ich aßen und aßen, bis fast nichts mehr da war. Später gingen wir alle ins Bett und schliefen sofort ein. In meinen Träumen erlegte ich zum ersten Mal etwas, das ich sofort futterte. Ich lachte bei jedem Bissen. Mama zeigte uns, wie wir die Messer halten mussten, wenn wir töteten. Nun wusste ich auch, mit wem sie in der Nacht vor Weihnachten geredet hatte. Es war Papa, der, wie sie uns beibrachte, an den Weihnachtsbaum gebunden wurde, so wie jeder Braten.
Der Baum ist ganz wichtig. Er dient beim Erlegen als Ausblutungsort. Die Beute wird an den Baum gefesselt und wird an verschiedenen Stellen fein angeschnitten, damit sie langsam verblutet. Das Blut wird als Marinade aufgefangen und verfeinert. Oder zu Glühblut gemacht. Bei eurem Vater hat es leider etwas auf die Geschenke gespritzt, da er sich gewehrt hat, sagte sie, während wir mit den Messern in den Keller gingen. Hier stand ein weiterer Baum, doch der war wunderschön. Mama, was machen wir jetzt? Fragte Emily ganz aufgeregt. Ich bringe euch bei, wie man tötet, sagte Mama voller Freude. Sie öffnete eine Tür und zerrte eine Frau hinter sich her. Beim Fesseln helfe ich euch noch, den Rest macht ihr dann mal alleine. Ich war stolz, ihr zeigen zu können, dass ich bereit war. Die Frau wehrte sich ziemlich, Emily und ich mussten zusammenarbeiten, da wir noch nicht die entsprechende Kraft besaßen. Endlich hatten wir sie festgebunden. Und nun würde es endlich beginnen. Wir mussten ein Gefäß holen für das Blut. Wenn das Blut anfängt, in das Gefäß zu fließen, vergesst nicht zu rühren, sonst gerinnt es. Wir machten uns bereit, ihren Worten Folge zu leisten. Endlich. Der erste Schnitt. Die Musik ist so lustig dazu, Entschuldigung. Es war belebend. Ich wollte es unbedingt nochmal tun und das tat ich auch wieder, wieder und wieder. Wir fingen an zu rühren, bis der letzte Tropfen raus war. Mama ging mit dem Blut in die Küche. Ihr könnt jetzt das Fleisch zerlegen, so wie ihr es wollt, sagte sie noch, bevor sie uns alleine ließ. Wir fingen sofort an, einen Körperteil nach dem anderen abzutrennen. Das machte vielleicht Spaß. Die Hände waren so zart, am liebsten hätte ich sofort zugebissen, doch ich konnte warten. Emily fing an, den Kopf abzutrennen. Es schien schwerer zu sein als gedacht. Ich half ihr, zog an dem Kopf, während sie schnitt. Endlich hatten wir es geschafft. Doch wir waren noch nicht fertig. Mama kam nach einer Weile, die sich für uns wie Stunden anfühlte, durch das Zerlegen wieder in den Keller. »Das habt ihr großartig gemacht«, sagte sie, während sie uns umarmte. Wir waren voller Blutdreck und Schweiß. Alle Teile wurden sorgfältig in die Küche getragen, wo Mama sich sofort dran machte, alles zuzubereiten. Emily und ich gingen ins Bad und badeten. Dann passierte es. Oh, wo ist die Musik? Das, was ich die ganze Zeit schon wollte. Ich biss in die gegarten Brüste und es war so, wie ich es mir gedacht habe. Lecker, Mama, sagte ich mit vollem Mund. Emily strahlte uns an und sagte, ich kann's kaum erwarten, es zu wiederholen. Wir lachten uns an, während wir in den Kopf bissen. So war das Weihnachten, als ich lernte, dass Braten nicht gleich Braten ist. Nun ist es wieder soweit und Weihnachten nähert sich. Wer wohl diesmal unser Braten sein wird? Vielleicht du? Passt lieber auf, denn meine Familie jagt gerne im Dunkeln. Ja, weihnachtliches Dschungelcamp, würde ich sagen. Green Mousy, vielen Dank dafür. Der Weihnachtsbraten. Eine etwas schmackhafte Geschichte. Es gibt übrigens einen Film, den ich euch sehr empfehlen kann. Der heißt... weiß ich nicht mehr. Southbound. Und da essen die auch Menschenfleisch in einer Szene. Aber nur, es geht nicht darum, dass es Kannibalen sind. Und dann brechen die schwarze Flüssigkeit aus die ganze Zeit. Und dann werden sie auch so irgendwie mit Satan verbunden. Ganz komisch. Aber der Film ist sehr gut. Hammergeschichte. Huiuiui, sagt Lupilo. Sehr schön, sagt Onkel Brody. Gut gemacht, sagt Heidexe. Bravo, Applaus, sagt Tija. Super Geschichte, Green Mousy, sagt Creepy König. Chris White Dragon sagt, was für eine kranke Familie. Ja. Falls Archie, falls du das hörst und irgendwann zurückkommst, ich glaube, ich brauche eine Wärmflasche. Ich habe immer noch eine Blasenentzündung. Das ist keine schöne Sache, sage ich euch. Archie ist noch in der gleichen Nacht losgefahren zu einer Apotheke und hat noch ganz viel Zeug geholt. Und ich glaube nicht an Homöopathie, denn in einer Krankenschwesterausbildung
musste ich darüber einen Vortrag machen und dann habe ich da über die Herstellung ganz viel recherchiert und dann dachte ich mir, okay, bei Mondschein mit einem Holzlöffel einen Tropfen auf 10 Tropfen Wasser und dann merkt sich das Wasser, dass vielleicht ist was dran, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich immer dagegen und ich mag keine homöopathischen Mittel. Ich vertraue normalerweise der normalen, krassen Chemiekeule und Archie kam dann mit homöopathischen, warst du schon Gassi? Ja, gerade wiedergekommen. Ah, danke. Dankeschön. Allzeit bereit. War, Archi kam aus der Apotheke mit Zuckerperlen wieder und irgendwelchen anderen pflanzlichen Mitteln. Und ich hatte in der Nacht, wo wir gestreamt hatten, gerade zum Ende hin, wurde es so schlimm. Ich lag im Bett, ich dachte, ich sterbe. Ich hatte solche Schmerzen. Dann gibt Archi mir 5 von diesen Zuckerperlen. Und instant, also wirklich 2 Minuten später, haben die ganzen Krämpfe meiner Blase nachgelassen. Ich dachte, was? Das ist Hexenwerk! Das funktioniert nicht! Ich wollte nicht, dass das funktioniert. Es hat aber funktioniert. Und ich bin zwar immer noch krank und habe starke Schmerzen. Das ist, weiß ich nicht, aber es ist viel angenehmer geworden mit diesen Zuckerperlen. Ich weiß auch nicht. Zielweber sagt, ich glaube auch nicht dran. Gute Besserung nochmal. Danke. Ja, also es ist ganz komisch. Es gibt, vielleicht ist es, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Placebo-Effekt ist, weil ich halt gar nicht daran glaube. Also irgendwie muss das schon geklappt haben. Aber das sind halt Mini-Zuckerperlen, die dann für 30 Trillionen Euro verkauft werden in der Apotheke. Und irgendwie glauben da, ich meine, bei Kindern funktioniert sowas. Aber normalerweise funktioniert sowas bei mir nicht. Ja, aber gut. Ich kann leben. Ich kann jetzt keinen Alkohol trinken. Ich kann nicht rausgehen, sowieso nicht. Aber Weihnachtsmarkt und so fällt gerade flach, weil ich eigentlich warme Füße haben sollte und warm eingepackt. Und ich leide noch sehr stark. Aber komisch, dass das funktioniert. So, Entschuldigung, dass ich hier die ganze Zeit schnauben muss. Es rührt mich einfach. Onkel Brudi sagt, das liegt alles nur an Archie, dass es funktioniert. Das ist das Nächste. Das erzähle ich euch noch kurz, bevor ich weiterlese. Archie hatte bestimmt eine halbe Stunde mit diesem Apothekertelefon gesprochen, der gerade in der Woche davor bei einem Seminar über tibetanische Pflanzenzauberkunde war. Und die arbeiten so mit irgendwelchen verschiedenen, weiß ich nicht, ob die Chakras oder Chis heißen oder irgend so, Teilen der Gesundheit mit Elementen und so weiter. Und ich bin jemand, der öfters mal so unter Panikattacken leidet oder unter Angstzuständen. Deswegen habe ich auch einen Horrorkanal. Nein, aber ab und zu kriege ich sowas immer noch. Und dann kam Archie wieder und auf der Packung, ich lese es vor, steht Nahrungsergänzungsmittel mit Gewürzkräutern. Da steht drauf. Und in der Schweiz soll das wohl als Medizin gelten und hier nur als Nahrungsergänzungsmittel. Oh Gott, diese Musik. Wertvolles aus der tibetischen Konstitutionslehre steht drauf. Auf jeden Fall sagte der Apotheker, wenn es mir mal richtig schlecht geht, dann soll ich einfach eine Tablette nehmen. Und wir haben 100.000 Tabletten, wir haben 100 Möglichkeiten, wie ich wieder so ein normaler Mensch werde oder so. Archie legte mir die also an den Computer und gestern Abend ging es mir nicht so gut, da habe ich eine genommen. Ich lese nochmal vor, Nahrungsergänzungsmittel mit Gewürzkräutern. Das hat geholfen. Sofort. Sofort war ich wie ein normaler Mensch. Das hatte ich noch nie. Das habe ich nicht bei harter Chemiezeug. Das habe ich nicht bei pflanzlichen Lasea, Lavendelzeug. Das habe ich nicht, wenn ich Passionsblumen nehme oder Baldrian-Tropfen, Baldrian-Tinktur, Tinktur hochdosiert. Nirgendwo habe ich das. Und das Zeug, muss ich wahrscheinlich sagen, dass es Werbung ist. Es ist not sponsored. Ich will nur die Geschichte erzählen. Ich glaube an sowas nicht und trotzdem hat es sofort geknallt und ich war wieder normal. Betty schreibt, Archie ist mit den Zuckerperlen noch zu einem Einhorn gefahren, das sie mit ihren heilenden Tränen benetzt hat. Ja. Glaube ich auch. So muss es sein. Joker sagt, Kathi kann nicht zum Weihnachtsmarkt. Dann bringen wir den Weihnachtsmarkt zu Kathi. Ja. Mabudo sagt, hä? Ohne Alkohol kann man das doch kaum Leben nennen. Ja. Naja.
Aber ich werde bestimmt irgendwann wieder gesund. Creepy König sagt, die Natur hat auf alles eine Antwort. Das stimmt, aber du musst die Antwort erstmal finden. Und ich glaube nicht, dass die Antwort darin liegt, mit einem Holzlöffel 10 Tropfen Wasser mit einem Tropfen Wirkstoff zu verrühren und davon dann wieder einen Tropfen zu nehmen und wieder auf 10 Tropfen Wasser und davon wieder einen Tropfen zu nehmen und wieder auf 10 Tropfen Wasser und das dann zu strecken noch und dann zu sagen, das ist Homöopathie. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, aber es war die Antwort. Ja, gut. Ähm, 42, sagen alle. Ja, ganz genau. Gut, aber auf jeden Fall, oh, da kommt meine Wärmflasche. Dankeschön. Da ist auch ein Einhorn drauf. Schönen Abend euch übrigens und viel Spaß mit Hardy. Danke. Hallo Archie. Tschüss Archie. Archie ist wieder weg. Wenn es wirkt, dann wirkt's. Genau. Das ist Beam. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Wenn man eine Warze hat, zum Beispiel an der Hand oder so, warum auch immer, soll man einen Faden nehmen, einen Bindfaden, soll einen Knoten reinmachen und je nachdem, wie viel Warzen man hat, so viele Knoten und das dann das Klo runterspülen und dann verschwindet die Warze. Keiner weiß warum, aber es funktioniert. Als ich ein Kind war, hatte ich Hühneraugen, glaube ich, und damit hat es auch geklappt. Ja, es hat einfach funktioniert. Ist irgendwie so ein, keine Ahnung, erkläre man mir das. Ich verstehe es nicht. Gut, ich lese weiter die nächste Geschichte, solange ich noch eine Stimme habe. Und sie ist von Creepy König, ungebetener Besuch. Creepy König hat übrigens diesmal nur 2 Seiten gemacht. Ja, aber ich muss sagen, die Geschichte hat wirklich was. Danke dafür nochmal, dass du sie geschickt hast. Und übrigens, Creepy König, ich finde es fantastisch, dass du gerade so aktiv auf YouTube mit den Kommentaren bist. Ich beantworte mittlerweile nicht jeden einzelnen Kommentar, aber bestimmt so 5-6 pro Video. Und ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch. Und manchmal entstehen so Fragen und ich bin immer nicht sofort da, um diese zu beantworten. Creepy König hat echt viel gerade gemacht. Und auch, muss ich auch sagen, innerhalb der Community loben sich gerade sehr viele unter den Videos, dass die Geschichten so toll geschrieben sind. Das ist erstmal ganz toller Community-Zusammenhalt. Mein Creepy König ist mir halt richtig besonders doll aufgefallen, dass er immer gleich geguckt hat, von wem ist die Geschichte und gleich auch den Autor dann für das und das oder für diese Sache gelobt hat. Das finde ich ganz klasse, Creepy König. Okay. Gut, dann lesen wir Ungebetener Besuch. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter dem Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunten Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Nur was? Die Anordnung der Geschenke war perfekt. Die Päckchen für Papa und Mama lagen beinahe symmetrisch zueinander links und rechts neben dem Christbaum. Meine Eltern saßen auf der 70er-Jahre-Wohnzimmer-Couch und lächelten Maria, die neben mir stand, und mich strahlend an, während wir gespannt und voller Vorfreude auf den Haufen bunt eingepackter Päckchen vor uns schauten. Doch irgendwas stimmte nicht. Meine kleine Schwester schien es auch aufzufallen. Bei näherem Hinsehen war ihr Gesichtsausdruck auch weniger fröhlich, als vielmehr ängstlich und nervös. Mit verstörtem Blick starrte sie abwechselnd meine Eltern und mich an. Ich fragte mich, woran das lag. Es war doch alles so schön wie immer. Der bunte Teller war reichlich gefüllt mit Schokolade, Nuss-Nougat und Marzipan, aber auch mit gesunden Sachen wie Mandarinen und Walnüssen. Aus dem Radio ertönte White Christmas und die Weihnachtspyramide drehte sich munter auf dem Wohnzimmertisch. Ich konnte nichts ausmachen, was dieses Jahr anders lief als sonst, bis ich zum Fenster hinausschaute und plötzlich eine Gestalt entdeckte. Der Warnhinweis war bei mir, nicht bei euch am Computer. Mich erschrecken. Äh,
Sie musste dort schon eine ganze Weile hocken. Maria musste sie auch bemerkt haben. Green Mausi, vielen Dank und willkommen als Patron. Das freut mich. Dankeschön. Übrigens, jetzt muss ich kurz unterbrechen. 5 $ Patronen bekommen jeden zweiten Monat eine ganz tolle Märchenkarte plus 2 auf Creeper. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Nächstes Jahr gibt es Sammelalben für die auf Creeper. Ganz tolle. Okay, wollte ich nur kurz sagen. Dankeschön. Mama und Papa schienen von allem nichts mitzukriegen. Die beiden hockten nach wie vor auf dem Sofa mit unveränderter Mimik und Körperhaltung. Plötzlich fielen mir noch weitere Kreaturen draußen auf. Soweit man es im Halbdunkel draußen erkennen konnte, hatten sie alle menschenähnliche Umrisse, auch wenn ihre Köpfe alle dicker und unförmiger als die von Menschen waren. Außerdem war jedem der Wesen der rechte Arm ungefähr ein Drittel länger als der linke und anscheinend auch um einiges schwerer, sodass sie ihn mit der linken Hand stützen mussten. Maria sah mich ängstlich an. »Alles gut, Schwesterchen«, sagte ich in einem ruhigen Ton und einem freundlichen Lächeln zu ihr. Aber sie wirkte nur noch verstörter. Ich sah weiter nach draußen. Mit einem Mal begannen die Gestalten, sich langsam aber zielgerichtet auf unser Haus zuzubewegen. In dem Moment überkam ich die Panik. Ich stellte mich schützend vor meine kleine Schwester, aber aus irgendeinem Grunde versuchte sie, sich in Richtung des Fensters zu bewegen, von dem unheimlichen Wesen nur noch wenige Meter entfernt waren. Ich musste sie sogar festhalten, damit sie nicht zu der Glasscheibe ging, hinter die sich der Gefahr befand, von der sie sich irgendwie angezogen zu fühlen schien. Als die Kreaturen schließlich das Haus erreicht hatten, hielten sie einen Moment inne und neigten ihre Häupter einander zu. Sie schienen zu kommunizieren. Die nackte Angst überkam mich. »Was wollt ihr von uns zum Teufel?« schrie ich aus voller Kehle. Dann geschah das, wovor ich am meisten Angst gehabt hatte. Das Glas ging zu Bruch und die Gestalten kletterten durch den entstandenen Eingang in unser Wohnzimmer. »Mom, Dad!« schrie ich verzweifelt meine Eltern an, doch die beiden saßen immer noch auf der Couch und rührten sich nicht von der Stelle. Nach wie vor hatten sie dieses Grinsen aufgesetzt. Sie schienen völlig paralysiert. Ich verstand, dass ich der Einzige war, der uns noch retten konnte. Mit einer Hand hielt ich immer noch meine Schwester fest, die alles versuchte, um zu den Monstern zu gelangen, die ihr irgendwelche Laute entgegenkreischten, um sie anzulocken. Mit der anderen griff ich das Messer, das am Boden lag, und richtete es auf die Ungeheuer. Plötzlich richtete eine der Kreaturen seinen deformierten Arm auf mich und ein stechender Schmerz durchzog meinen kompletten Oberkörper. Ich bekam keine Luft mehr. Schließlich ging ich zu Boden. Das Letzte, das ich sah, bevor die Dunkelheit mich empfing, war, wie Maria sich in die Arme der deformierten Wesen rettete. War sie eine von ihnen? Was waren diese Dinger? Was war meine Schwester? Wer oder was war ich? Dann kam die Schwärze. Kommissar Müller zog sich seinen Helm aus und richtete seine Maschinenpistole, mit der er gerade einen Menschen erschossen hatte, wieder nach unten. Sarah Meyer, deren Eltern vor knapp 3 Stunden direkt vor ihren Augen ermordet worden war, weinte und klammerte sich an das Bein eines SEK-Beamten. Wilhelm Müller schaute nachdenklich auf die Leiche des 35-jährigen Markus Lecter, den er gerade getötet hatte. Endlich hatten sie ihn erwischt. Jahrelang war die Polizei auf der Jagd nach dem gestörten Serienkiller gewesen, der immer zu Weihnachten zuschlug. Er schaute zu den beiden Leichen auf dem Sofa, deren Gesichter, nachdem man sie erstochen hatte, mit einem eingeschnittenen Lächeln verunstaltet worden waren. Dann sah er zu dem 6-jährigen Mädchen, das am ganzen Leib zitterte. Die arme Kleine. Sie würde wohl ihr Leben lang unter diesem Erlebnis zu leiden haben. Eigentlich war die Geschichte von Markus Lecter tragisch. Ach, ich höre übrigens mich selbst durch die Tür durch. Okay. Eigentlich war die Geschichte von Markus Lecter tragisch. Seine Eltern hatten ihn und seine kleine Schwester Maria systematisch misshandelt. Am schlimmsten zur Adventszeit. Einmal hatten sie es so übertrieben, dass Maria gestorben war. Das hatte ihm wohl den Riss gegeben. Jahr für Jahr hat er immer wieder nach Ersatz gesucht und Familien 2 Wochen vor Weihnachten überfallen, da zu der Zeit auch seine Schwester gestorben war. Dies alles hatte er seinem Psychiater mitgeteilt, der nach Jahren der Gewissensbisse sich schließlich ein Herz nahm,
die Polizei verständigte und dieser mitteilte, wo er als nächstes zuschlagen wollte. Leider hatte der Psychologe erst Stunden vor Lecters Überfall Familie Meyer den Mut gefasst, seine Schweigepflicht zu ignorieren. So kam für die Eltern jede Hilfe zu spät. Aber immerhin konnten sie die Kleine retten, die nach Minuten des Zitterns und des Weinens auf einmal aufschaute. Sie sah auf die Leiche des Mörders und dann zu den toten Körpern ihrer Eltern, bevor sie ein diabolisches Grinsen aufsetzte. Oh, oh, oh. Ja, Creepy König, frohe Weihnachten! Danke dafür. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Weiß nie, ob ich deinen Namen Englisch, Deutsch vorlesen soll, aber dann war es SLK und dann dachte ich, okay, nee, sie ist die Deutsch. Hi Dexter sagt, ich hatte die Luft schon wieder an, wie immer, wenn es spannend wird. Oh, oh. Joker Richter sagt, alter Creepy König, eine super Geschichte. Monstercrafter TV sagt, nice. Ja, mir hat sie auch sehr gut gefallen. Danke dafür. War sehr cool. Also, man kann halt aus einem Anfang so viele verschiedene Enden machen, das finde ich toll. Ich kann übrigens schon mal sagen, die nächste Winter Tales wird im Januar sein. Und zwar wird es um Vorsätze gehen, die vielleicht eingehalten oder schon gebrochen wurden. Genaueres dazu gibt es nächste Woche im Abendtagebuch, nur damit ihr schon mal euch Gedanken macht, welche Vorsätze ihr habt und ja, was da dann ist. War eine sehr gute Geschichte, sagt Eisengrot. Green Mousy, klasse Geschichte. Toll, wie immer, sehr shiny, sagt Heja. Gut. Gerade in dem Moment, fragt Eisengrot, gibt es schon ein Thema für nächste Winter Tales? Babudo sagt, mein guter Vorsatz, morgen fange ich wirklich an. Also es wird um Vorsätze gehen und es wird ungefähr Mitte, Ende Januar der Stream dafür sein, für die nächste Winter. Es kommen übrigens ein paar Geschichten noch, ja, wollen nur Bescheid geben. Ich komme mal kurz vorbei. Und auf jeden Fall könnt ihr dann euch schon mal überlegen, was für Vorsätze. Und ich überlege mir selbst, machen wir es wieder so, dass ich einen Anfang mache? Oder macht ihr einfach irgendwas zum Thema Vorsätze? Macht ihr vielleicht eure eigenen Vorsätze, verarbeitet ihr in einer Kurzgeschichte? Da überlege ich mir noch was. Aber auf jeden Fall wird es um Vorsätze gehen. So. Ich muss gucken, welche Geschichte kommt, wenn sie jetzt, ob sie jetzt lang oder kurz ist. Tja, Onkel Brody, oh, die ist gut. ich will das mal, glaube ich, eine kurze nehmen. Bis jetzt kommt Archie. Ich muss mal ganz kurz rausgehen. In diesem Falle wundere dich nicht. Ein Topf voll Soße mit einer Suppenkelle steht in einem Ort, wo du ihn nicht erwarten würdest. Cool, ich werde beim Duschen heute nicht verhungern. Ich war nämlich gerade beschäftigt und am Sachen machen und dann habe ich gehört Dinge. Ja, magst du kurz die nächste Geschichte für mich lesen? Wenn du das möchtest, sehr gerne. Wenn es auch für alle anderen okay ist. Jetzt ist es doch wieder eine längere, aber ja, dann kann ich auch... Dann können sie sich Zeit lassen. Dann kann ich mir Zeit lassen. Ein Bad einlassen. Ja, das wäre schön. Wir haben keine Badewanne. Das ist übrigens die Fortsetzungsgeschichte. Ja? Ich würde es so interpretieren. Vom Anschein an Nikolaus hat Bex letztes geschrieben. Also außer es gibt sehr viele, verdammt viele Zufälle, würde ich es als zumindest Spin-off bezeichnen. Also ich muss sagen, Bex hat auch Geschichten eingereicht für den Adventskalender. Ich habe Bex immer als sehr friedlich empfunden und als sehr ruhigen, angenehmen Menschen. Doch mittlerweile bezweifle ich, dass sie uns ihr wahres Ich gezeigt hat. Du meinst, du bezweifelst es, seit sie mal bei uns war? Seitdem sehen wir sie mit anderen Augen. Ja, okay. Also unter dem Weihnachtsbaum. Archie liest und hier ist Kopfhörer, damit du auch weißt, was für Weihnachtslieder gerade kommen. Sehr gerne. Wenn jetzt was ist, dann drückst du einfach darauf und kommst, siehst du ein Lied.
Wunderbar. Okay. Ich möchte an dieser Stelle übrigens, ich glaube, Kathi hat es vorhin am Anfang schon gesagt, nochmal ganz, ganz herzlich den ganzen Übersetzern und Lektoren danken, die sich so viel Mühe machen. Und hier gerade heute waren alle Lektorate, glaube ich, von Ashakida und Andromeda Tonks. Deswegen ganz, 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 ganz lieben Dank dafür. Ja. Und ihr macht eine super Arbeit und ihr seid uns so eine gigantische Hilfe. Ja. Vielen, vielen Dank. Ihr werdet auf jeden Fall, wir werden unsere Kinder nach euch benennen und euch ins Testament eintragen. Genau, das eine Kind heißt Andromeda, das andere Ascha. Wir müssen die zweiten Teile der Namen aufheben. Wir wissen nicht, wie viele Kinder es am Ende werden. Ja, und unsere ganzen Hundewelpen noch. Gott. Okay. Dann haben wir einen Welpen namens Ki, einen namens Da, dann einen To, dann einen Nx. Okay. Ja, ich mach mir dann gleich nochmal einen Blasenhirntee, wenn das okay ist. Bitte gerne. Okay. Dann viel Spaß, ich bin gleich wieder da. Ja, mach jetzt hier nicht so. Ich warte, dass du endlich abhaust. Die Frau braucht schon wieder so lange. Willst du deine Wärmflasche mitnehmen? Das interpretiere ich als nein. Wunderschönen guten Abend euch allen und ich hoffe, es ist okay für jeden, dass ich nun Becks Geschichte übernehme. Asche unter dem Weihnachtsbaum. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter dem Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunten Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Ja, okay, die Musik passt schon. Es war nicht das erste Mal, dass nur die Geschenke meiner Mutter da lagen. Nicht das erste Weihnachten ohne unseren Vater. Papa war nun schon seit 5 Jahren tot. Seit dem 6. Dezember vor 5 Jahren genau genommen. Meine Familie hat seitdem viel durchgemacht. Der verbleibende Teil meiner Familie. Meine Mutter, meine Schwester und ich hatten bald umziehen müssen aus unserem schönen großen Haus in eine kleine Wohnung in der Nähe unserer Vorschule und späteren Grundschule. Papas Fehlen fiel mir besonders an diesem Tag, 2 Wochen vor Weihnachten, auf, als ich mich neugierig dem fröhlich geschmückten Baum näherte, um heimlich in eines der Geschenke zu luschern. Eine Angewohnheit, die ich allein aus Trotz nicht ablegen wollte. Papa hätte mich sofort bemerkt und scherzhaft mit mir geschimpft. Jetzt war niemand da. Nur Jenny, meine Zwillingsschwester, schlich sich hinter mir ins Wohnzimmer. Im Gegensatz zu sonst schimpfte sie nicht mit mir. Sie redete ohnehin wenig seit jener Nacht, als sie auf einmal eiskalt zurück in unser Zimmer geschlichen war und sich erst wieder beruhigt hatte, nachdem ich mich an sie gekuschelt hatte. Sie hatte nicht mit mir darüber gesprochen, was damals passiert war. Aber was immer es war, seitdem gab sie sich die Schuld an Papas Tod. Nikolaus war nicht mehr das gleiche seit unserem 6. Lebensjahr, so wie unser Leben nicht mehr das gleiche war. Schuldbewusst stand sie neben mir und beäugte ebenfalls die bunten Päckchen. Aber das war es nicht, was so seltsam war. Ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht benennen, als wir nebeneinander vor dem Baum standen und die Geschenke bestaunten. Es war bloß ein unbestimmtes Gefühl. Als wäre etwas an der Welt verkehrt, als wäre etwas verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir ließen die Päckchen unberührt. Nach einigen Momenten, die wir unschlüssig dagestanden hatten, hörte ich plötzlich ein Schluchzen. Jenny stürmte aus dem Zimmer. Was hatte sie denn? Ich lauschte ihren Schritten, als sie den Flur entlang in ihr Zimmer rannte. Kurz dachte ich, ein leises Klingeln vernommen zu haben, aber da hatte ich mich wohl geirrt. Als keine Geräusche mehr aus der Wohnung zu mir drangen, wandte ich mich ab und ließ die bunte Szene hinter mir zurück. Kam es mir nur so vor, oder war die Wohnung mit einem Mal wirklich ein wenig grauer geworden? Es schien, als hätte der bunte Baum mit den roten, goldenen und blauen Kugeln alle Farbe aus der restlichen Welt gesaugt und alles entsättigt, abgedunkelt und trostlos zurückgelassen. Mein Blick wanderte über die Fotos an der grauen Wand, die eigentlich hellbeige war. Meine Eltern lächelten mir entgegen. Daneben hing ein Bild von unserem Ausflug zu dritt nach Stockholm. Mama, Jenny und ich waren vor 2 Jahren im Sommer dort gewesen. Auch dieses Bild hat sie an Farben eingebüßt.
Ich runzelte die Stirn, tastete nach dem Lichtschalter, doch gerade als ich ihn im Dämmerlicht des frühen Dezembernachmittags gefunden hatte, drehte sich klickend Mamas Schlüssel im Schloss. Alles okay? Ja. Lies weiter, Entschuldigung. Okay. Willkommen zurück übrigens. Ja. Ich wandte mich von der Bilderwand ab und lief ihr entgegen. Vielleicht brauchte sie ja Hilfe beim Tragen der Einkaufstüten. Ich weiß nicht, ob mein schlechtes Gewissen mich dazu trieb, aber ich wollte die letzten Streits wieder gut machen. Dieses Bedürfnis bedrängte mich dazu. Es brannte förmlich in mir. An diesem Nachmittag schaffte ich es nicht, mit Mama zu streiten. Sogar Jenny kam aus ihrem Zimmer, in dem sie sich viel zu oft versteckte, und wir verbrachten einen schönen, gemütlichen Nachmittag zusammen. Doch auch die Kerzen auf dem Adventskranz und der heiße Kakao konnte mich nicht vollends von den fehlenden Farben ablenken. Stimmte etwas mit meinen Augen nicht? In der Schule hatte ich einen Jungen in meiner Klasse, der kein Rot und Grün sehen konnte, aber das war ja schon seit seiner Geburt so, oder? Ich schob die Sorge so gut es ging beiseite. Zum ersten Mal seit Monaten hatten wir einen schönen Nachmittag zusammen. Wenn ich den nun kaputt machte, würde Jenny mir das nie verzeihen. Unser Verhältnis war ohnehin bereits sehr zerrüttet, was ich vor allem mir zu schreiben musste. Mir, meiner blöden Sturheit. Ich ärgerte mich jedes Mal über mich selbst, aber wenn etwas nicht so war, wie ich es wollte, machte mich das einfach so sauer, dass ich am liebsten schreien würde. Nein, der heutige Nachmittag sollte schön sein. Und das war er auch. Viel zu schnell waren der Kakao ausgetrunken und die Kekse aufgegessen. Mama sah wieder gestresst aus. Jennys Blick verfinsterte sich, kaum dass die Kerzen ausgepustet waren und der feine, graue Rauchfaden in die Luft stieg. Ich wurde wieder unruhig, rutschte auf meinem Stuhl hin und her, konnte die Hände kaum stillhalten. Mama schickte uns in unsere Zimmer zum Hausaufgaben machen. Der graue, trostlose Alltag hatte uns wieder. Grau und trostlos fasste die folgenden Stunden bis zur Schlafenszeit gut zusammen. Mama brachte uns natürlich längst nicht mehr ins Bett, aber immer um 9, viel zu früh, wie ich fand, schickte sie uns zum Zähneputzen ins Bad. Jenny und ich standen still nebeneinander, schrubbten die Zähne und starrten uns im Spiegel an. Wir sahen uns sehr ähnlich, wie man es bei eineiigen Zwillingen erwarten würde. Außer, dass Jenny so müde und blass aussah. Sie hatte immer einen verschlossenen Blick, aber heute war es besonders schlimm. Sie musste die letzten Nächte kaum geschlafen haben. Ihre Haut war blass und farblos. Oder lag das an meinen Augen? Auch das sonst leuchtende rote Handtuch schien mir eher bräunlich, wie getrocknetes Blut. Ich schauerte über diesen Vergleich und spuckte die Zahnpasta aus, um aus dem Bad herauszukommen. Irrte ich mich oder starrte Jenny mir hinterher? Ich drehte mich nicht um, sondern wünschte ihr nur knapp eine gute Nacht. Ich verstand nicht ganz, was sie flüsterte, aber es klang wie: Es tut mir leid. Leider drehte ich mich nicht um, um sie zu fragen, was sie meinte. Ich war wieder einmal zu stur. Ein Klingeln weckte mich. Wie von feinen Glöckchen erzeugt, schwebte dieses Geräusch durch den dunklen Raum. Dieses Geräusch kannte ich, auch wenn ich nicht wusste, woher. Mein Herz raste. Dabei war eigentlich nichts Beunruhigendes an dem feinen Läuten. Ich saß dennoch aufrecht im Bett, bevor ich ganz wach war. Dann klingelte es noch einmal. Das Zimmer war dunkel, nur schemenhafte Umrisse meiner Möbel, der Kleidung und der Spielsachen auf dem Boden waren zu erkennen. Wie immer formten sie sich im Dunkel der Nacht zu monströsen Formen und unnatürlichen Gestalten. Meine Hand eilte zum Lichtschalter meiner Nachttischlampe. Die sonst hell und warm scheinende Lampe sendete in dieser Nacht nur kaltes, grau flackerndes Licht aus. Wie ein farbloses, kaltes Feuer. Die Welt war grau, als wäre nun endgültig alle Farbe verschwunden. Zum ersten Mal seit Jahren schrie ich nach meiner Mama. Mein Hals tat weh, so laut schrie ich, doch meine Stimme verhallte ungehört in der stummen Wohnung. Die Welt war lautlos, als hätte sich eine dämpfende Schicht auf alles gelegt. Niemand kam, um mir zu helfen. Meine Hände waren verkrampft und die,
um die Decke geschlossen. Schweißnass klammerte ich mich an der ehemals himmelblauen Bettwäsche fest, als wäre sie mein letzter Anker in der Wirklichkeit. Da klingelte es erneut. Auch wenn ich aus einem Albtraum erwacht war, so wusste ich, dass dies kein Traum sein konnte. Ich kannte den Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit, und dies war real. Ich war gefangen in einem realen, wirklichen Albtraum. Das Klingeln lockte mich noch einmal. Kurz dachte ich an den Nikolaus, der uns früher versprochen wurde. Auch er hatte sich angeblich mit kleinen Glöckchen behangen, durch unsere Wohnung geschlichen, die Stiefel mit Süßigkeiten gefüllt und war dann wieder verschwunden. Bis zu meinem 6. Lebensjahr. Nun wusste ich, dass das nicht der Nikolaus oder gar der Weihnachtsmann war. Wer oder was auch immer dort klingelte, war nicht gekommen, um uns etwas zu schenken. Dennoch erhob ich mich. Wie hypnotisiert setzten sich meine Füße auf dem kalten, grauen Boden voreinander, trugen mich durch den dunklen Flur ins dunkle Wohnzimmer. Nur die Lichterkette auf dem Weihnachtsbaum leuchtete hell. Hell, aber kalt und farblos. Ein mir unbekannter Teppich lag unter dem Baum, wo heute Nachmittag noch die bunten Geschenke gelegen hatten. Ich näherte mich vorsichtig, hockte mich davor und streckte meine Hand aus. Der Ascheteppich schien zu glühen, als wäre darunter eine warme, helle Glut verborgen, die mich magisch anzog. Wenn ich die berühren würde, dann würde die Farbe zurückkommen. Das wusste ich. Musste sie nur berühren. Nein! Schrie Jenny und im nächsten Moment riss sie mich zur Seite. »Was soll das?« fuhr ich sie ungewollt wütend an. »Du darfst das nicht tun!« Ich sah ihr in die großen Augen, die genauso aussahen wie meine. Tränen rannen ihre Wangen hinab und mit einem Mal verpuffte meine Wut. »Was ist hier los?« fragte ich mit erstickter Stimme. »Ich habe einen riesigen Fehler gemacht, aber ich werde dich retten!« versprach sie. »Ich werde dich retten!« wiederholte sie nochmal. Ich nickte, auch wenn ich nichts verstand. »Kann ich dir helfen?« fragte ich nur. Sie schüttelte den Kopf, dann stockte sie. »Ich glaube schon.« Sie blickte auf den Wohnzimmertisch, als würde dort jemand stehen. Dann sah sie wieder zu mir. »Ja, du darfst mir helfen.« »Wer?« Ich ließ die Frage im Raum hängen. Ich wusste, noch würde Jenny mir nichts erklären. Ich folgte meiner Zwillingsschwester durch den grauen Flur. Der Boden war grau und weich unter meinen bloßen Füßen. Ich zuckte zusammen, als mit einem Mal eine graue Flocke auf meinen rotbraunen Locken landete. Es schneite Asche. Jenny schien all das nicht zu wundern, ganz im Gegenteil. Sie war so sicher und lebendig wie schon lange nicht mehr. Sie strahlte die Lebensenergie aus, die dieser grauen, toten Aschewelt fehlte. Ich folgte ihr, ohne darauf zu achten, wohin sie mich führte. Barfuß verließen wir die Wohnung, tapsten durch das Treppenhaus und hinaus durch die Eingangstür. Sie fiel hinter uns ins Schloss, aber wir brauchten keinen Schlüssel. Das wusste ich. Hier draußen schneite es in dicken Flocken. Asche fiel uns auf die Haare, die Schlafanzüge und auf die Welt um uns herum. Ich erkannte die Umgebung an den Schemen, doch alles lag unter einer dicken Ascheschicht. Der Himmel war schwarz und ohne eine einzelne Wolke, doch weder Mond noch Sterne waren zu sehen. Wenn ich nicht Jennys leuchtendes Lebenslicht vor mir gesehen hätte, wäre ich verloren gewesen. Ich wäre Teil dieser Welt geworden, zu Asche verglüht, ohne zu brennen und verloren gewesen. Aber Jenny hatte mich gerettet. Wir blieben am Gartenzaun eines Nachbarhauses stehen. Dort, wenige Meter von uns entfernt, lag eine Hundehütte. Darin spürte ich, lag der Hund der Nachbarn. Ich wusste seinen Namen nicht, aber ich wusste, dass es ein großer, ruhiger Hund war, mit niedlichen Schlappohren. Ich wollte nicht zu viel darüber nachdenken. Mit einer unguten Vorahnung folgte ich Jenny in den Garten, ging mit kalten Füßen hinüber zur kleinen Hütte und sah Jenny dabei zu, wie sie sich dem schlafenden Tier näherte. Ich hockte mich hinter Jenny, die auf den Knien in der Asche saß. »Hallo, Maya«, begrüßte sie das Tier.
Es tut mir leid, flüsterte sie zum zweiten Mal heute, doch dieses Mal verstand ich sie. Und dann sah ich das erste Mal, wie Jenny es tat. Der Hund öffnete die Augen, sah uns direkt an. Neugierig blickte er Jennys Hand an, die sich Mayas Schnauze näherte. Jenny schluchzte, als sie den Kopf des Tieres tätschelte. Der Hund erstarrte. All sein Leben schien zu gefrieren. Und dann glühte er auf, als hätte sich eine kalte Glut in seinem Inneren gebildet. Für einen kurzen Moment blieb er noch in seiner Form. Dann zerfiel er zu einem Haufen Asche und verschmolz mit der Umgebung. Jenny weinte hemmungslos und ich nahm sie schnell in den Arm, um sie zu trösten. Es ist okay, versicherte ich, ehe ich verstand, was vor sich ging. Ich musste es tun, schluchzte meine Schwester, sonst hätte sie auch dich genommen. Wir sprachen erst sehr viel später über diese Nacht. Und ich weiß nun, woher Jennys Schuldgefühle kamen. Doch ich habe ihr vergeben. Sie war ein Kind, als es losging. Sie kann nichts dafür. Also helfe ich ihr, so gut ich kann. Das war eine tolle Geschichte. Das war wirklich eine sehr gute Geschichte, ja. Darf ich mal gucken, was du da notiert hast? Nur, dass es gegen Blasenentzündung ist, weil wir schon mal so ein Zuckerperlenrohr bekommen haben. Ein Zuckerperlenröhrchen, schönstes Wort. Okay. So, ich hoffe, es hat gepasst und ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderschönen adventhaften Restabend mit der lieben Kathi. Danke. Würdest du mal bitte den Teebeutel entfernen und dann noch ein bisschen kaltes Wasser drauf? Selbstverständlich, my lady. Isengrod sagt, super Geschichte, Bex, nur schade um den Hund. Oh. Ja, das war es auch mein Gedanke. Schöne Geschichte, sagt Green Mousy. Okay, Sekunde, ich bin gleich wieder hier in der Control Station. Sitze wieder auf dem Platz, auf dem ich sonst sitze. Lupido sagt richtig gut. Heidex sagt tolle Geschichte. Archie bleibt, sagt Chris White Dragon. Naja, Archie nutzt immer die Zeit während des Sonntagsstreams, dass er ein bisschen sauber macht. Er macht die Küche und dann macht er noch ein bisschen Bürokram. Und im Moment telefoniert er mit ganz vielen Autoren, die alle wollen, dass ich ihre Texte vorlese. Weil sie alle gemerkt haben, dass Katja einfach die beste Leserin ganz Deutschlands ist. Und sogar ganz Österreichs und der Schweiz. Ich hatte sie reit. Okay, danke Bex für die Fortsetzung. Ich glaube, sie hatte die schon ewig geschrieben und ich habe sie einfach nie vorgelesen. Und ich habe sie wieder nicht vorgelesen. Und ich wollte eigentlich, dass Archie nur was Kurzes vorliest. Ja, na gut. Wunderschöne Geschichte, sagt Hija. Creepy König sagt, klasse Geschichte, sehr kreativ, Bex. Ich glaube, wir haben heute eine sehr krasse Verzögerung. Irgendwie, glaube ich. Sehr schön, sagt Onkel Bodhi. Wunderschöne Geschichte, Hija. Sehr angenehm geschrieben, das Ganze, sagt Lila Waldfee. Kathi of the Universe. Naja. Okay, nun kommen wir aber zu einer Geschichte. Die mir gut gefallen hat. Und die von jemandem geschrieben wurde, dessen Geschichte immer ein bisschen Aufregung versprechen. Onkel Brody, ich freue mich immer, wenn du was einreichst. Immer. Und es ist keine Geschichte wie die zweite. Man denkt immer so, okay, Onkel Brody ist jemand, der auch mal Grenzen überschreitet. Angefangen hat es damals mit dem Tee. Diese Teegeschichte werde ich niemals vergessen. Und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode es war. Wir haben heute die 39. Episode. Schon viel. Auf jeden Fall ist, Onkel Brody immer wieder krasser geworden. Und ich habe auch immer mal wieder gelesen, so von einigen Zuhörern, das ist mir zu hart, das mag ich nicht, wie krank kann man sein. Aber es ist auch eine Facette des Horrors. Und genau solche Hörbücher habe ich auch schon produziert. Und ich finde es krass, wie krass Onkel Brody sich steigert und auf was für coole Ideen er immer kommt. Kommt endlich der Brody, sagt Chimchama. Jetzt kommt er. Und ich finde, Onkel Brody ist schon eine richtige Kultfigur geworden.
Und das ist halt immer so ein Highlight, wenn Onkel Brody was schreibt. Diese Geschichte ist allerdings nicht blutig, dennoch ziemlich grausam. Und ich glaube, er hat wieder eine weitere Grenze überschritten, an die sich sonst vielleicht so man eigentlich nicht wagt. Jedenfalls nicht auf diese Ebene. Also in Geschichten, nicht im echten Leben. Und da muss ich sagen, Onkel Brody, Chapeau. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn die Geschichte natürlich... Ich hatte sie zuerst gelesen und alle 2 Minuten hat er so Alter, Alter geschrieben. Aber ja, es ist okay. Ich bin gespannt, sagt Joker Richter. Dann wollen wir mal lesen. Übrigens, wer mehr von Onkel Brodys Geschichten hören will, da gibt es eine Geschichte. Lauras Adventskalender, die kam gestern raus. Da kommt jeder Brody-Fan auf seinen Geschmack. Okay. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter dem Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunte Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Ein Geschenk überragte die anderen in solchem Maße, dass es kaum unter dem Baum passte. Ich versuchte mich daran zu erinnern, was ich auf meinen Wunschzettel geschrieben hatte, aber mir fiel nichts derart Großes ein. Die Drohne, die ich mir gewünscht hatte, konnte unmöglich so groß sein. Es sei denn, meine Eltern hatten eine Profidrohne mit schwenkbarer, hochauflösender Kamera besorgt, jenseits der 5000 Euro. Doch ich konnte schon froh sein, wenn sie mir überhaupt so eine technische Spielerei schenken würden. Wahrscheinlich besaß sie dann doch nicht einmal eine Kamera. Besonders meine Mutter meinte, ich würde mit so einem Gerät eh nur Unfug anstellen, die gesamte Wohnzimmereinrichtung auseinandernehmen. Ganz falsch lag sie damit nicht. Nur hatte ich nicht vor, das Ding im Haus fliegen zu lassen. Sollte ich tatsächlich eine Drohne mit Kamera bekommen, wollte ich meinem besten Freund beweisen, dass ich recht hatte. Wir beide stritten uns schon lange darüber, welcher Hund in der Nachbarschaft der schnellste sei. Mit der Drohne könnte ich ihm endlich zeigen, dass es mein Favorit war. Eine Wurst an das Gerät gebunden und dann Vollgas. Die Kamera sollte alles aufnehmen und meinen Sieg dokumentieren. Aber dieses riesige Geschenk hielt mich davon ab, unter das Papier der anderen Präsente zu schauen. Ich wollte wissen, was sich in diesem Geschenk befand. War es vielleicht gar nicht für mich, sondern für meine kleine Schwester? Aber was wünschte die sich, was so groß sein konnte? Da fiel es mir wieder ein. Einen Hasen. Sie hatte sich einen Hasen gewünscht, aber nicht irgendeinen Hasen. Sie wollte den »Irgendwas stimmt mit Hasi nicht« Hasen aus der Werbung. Diesen flauschig, weichen, weißen Kuschelhasen. Meine Schwester fand es lustig, dass das Tier mit Hilfe von Luftballons reanimiert wurde. Wenn ich mit ihr spielte, musste ich mich auf den Boden legen und totstellen. Sie holte dann 2 Ballons, rieb sie aneinander und erweckte mich so zum Leben. Wenn ich dann aufsprang und die Ballons an ihren langen Haaren hielt, mussten wir beide mal anfangen zu lachen. Wir jagten uns dann gegenseitig durch die Wohnung. Unsere Mutter fand das gar nicht lustig. Ich bekam immer Ärger, weil ich die schöne Frisur, die Mutter meiner Schwester am Morgen so kunstvoll gezaubert hatte, zerstörte. Außerdem sollten wir in der Wohnung nicht rennen. Gerade ich als der Ältere sollte das doch wissen. Ein schlechtes Beispiel sei ich. Ich widmete mich wieder dem mysteriösen Geschenk. Konnte sich da drin tatsächlich ein Hasenstall befinden? Ich legte mich neben das rechteckige Paket und zog die Beine etwas an. Jetzt hat es ungefähr meine Länge und ein bisschen höher war es auch noch. Also Platz genug für einen süßen kleinen Hasen. Ich fuhr mit meinem Finger über das Papier, in Erwartung, die Gitterstäbe durch die bunte Verpackung zu spüren. Doch da war nichts. Wie bei dem hohen grünen Zaun an unserer Schule wollte ich meine Finger an den einzelnen Stäben entlangziehen, um ihnen so Geräusche zu entlocken. Aber ich spürte kein Gitter, keine Stäbe. Die Oberfläche war glatt und irgendwie kalt. Das Interesse an den anderen Geschenken hatte ich nun vollkommen verloren. Ich wollte wissen, was sich in diesem befand. War es für mich? War es für meine Schwester? Ich betrachtete das Geschenkpapier genauer.
Für mich waren die Sachen immer in blaues Papier eingepackt. Meine Schwester bekam stets pinke oder rosa Verpackungen. Aber dieses war weder blau noch rosa. Dieses Papier war rot. Wir hatten noch nie ein rotes Geschenkpapier. Auch meine Eltern verpackten ihre gegenseitigen Geschenke eigentlich nur in langweiliges braunes Papier, ohne Schleife, ohne Geschenkband. War dies also ein Familiengeschenk? Für uns alle? Ich versuchte herauszufinden, von wem das Geschenk war und suchte nach einer Karte oder einer Widmung. Doch ich fand nichts. Weder an den Seiten noch oben konnte ich etwas entdecken, worauf ich auf den Ursprung oder den Inhalt schießen konnte. Ich wollte wissen, was sich darin befand, für wen es bestimmt war. Ich musste es öffnen. Es ließ mir keine Ruhe. Die Neugier war einfach zu groß. Ich überlegte, wie ich es am besten anstellen sollte. Meine Eltern durften nicht erkennen, dass ich mich an dem Geschenk zu schaffen gemacht hatte. Nicht schon wieder. Vor 2 Jahren war ich auch neugierig gewesen und hatte eines der Geschenke schon einige Tage vor dem Fest geöffnet. Ganz vorsichtig hatte ich damals die Klebestreifen vom Papier entfernt. Mit einer Konzentration wie bei einer Bombenentschärfung à la Hollywood, wo kein Draht den anderen berühren darf, zog ich das durchsichtige Klebeband vom Geschenkpapier. Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich war nervös und aufgeregt. Doch dann detonierte die Bombe. Der Klebestreifen hatte ein winziges Stück des Geschenkpapiers mitgerissen. Mein Versagen war als kleiner weißer Abriss auf der sonst blauen Verpackung zu sehen. Ich stoppte mein Vorhaben sofort in der Hoffnung, niemand würde es bemerken. Am nächsten Morgen rief mich meine Mutter ins Wohnzimmer und stellte mich zur Rede. Sie zeigte auf das Geschenk und auf die Stelle, wo etwas vom Papier abgerissen war. Ich bekam eine Standpauke. Das seien Weihnachtsgeschenke, dazu bestimmt, sie erst an Weihnachten zu öffnen, im Kreise der Familie und weder heimlich noch nachts und schon gar nicht vor dem 24. Dezember. An diese Regel hätten sich alle zu halten. Auch der feine Herr. Mein Vater gesellte sich dazu und von ihm musste ich mir ungefähr dasselbe anhören. Dann setzten sich meine Eltern auf das Sofa und sagten mir, ich solle jetzt all meine Geschenke sofort auspacken. Vorher noch aufgebracht und wütend sagten sie dies in einem ruhigen, etwas zu ruhigem Ton. »Pack deine Geschenke aus«, sagte meine Mutter tonlos. Ich hatte sie damals so verwirrt angestarrt, doch sie wiederholte es. »Pack deine Geschenke aus!« Etwas unglaublich machte ich mich daran, das Papier aufzureißen. Oh, die Musik passt nicht. Ein Geschenk nach dem anderen befreite ich so aus der Verpackung. Es lagen nun Inline-Skates, ein 3D-Puzzle und ein Star-Wars-Shirt von mir auf dem Boden. Ich schaute zu meinen Eltern auf und wollte mich gerade mit einem schüchtern und gequälten Lächeln bei ihnen bedanken. Doch der nächste Satz vernichtete meine unsichere Freude mit einem Schlag. »Leg deine Sachen in den Kamin!« Ich starrte sie fassungslos und mit weit aufstehendem Mund an. Hatte ich meine Eltern gerade richtig verstanden? Doch ehe ich in der Lage war, das Wort zu ergreifen und nachzufragen, wiederholte meine Mutter die Worte mit einem langen Seufzer. »Leg deine Sachen in den Kamin!« Sie betonte jedes Wort einzeln. Und jedes dieser Worte tat so weh. Ich bemerkte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. Da ich noch nicht die gewünschte Reaktion zeigte, ergriff mein Vater das Wort. »Komm schon, Junge«, sagte er mit einem genervten Ton in seiner Stimme. »Nimm die Sachen und leg sie in den Kamin. Oder willst du, dass wir deine Schwester auch holen? Dann darfst du ihre Geschenke gleich mit ins Feuer werfen.« Ich dachte an die Schreie meiner kleinen Schwester, wenn sie mit ansehen müsste, wie ich ihre Geschenke in den Kamin legte. Ihr würde ich das nicht antun. Ihr würde ich Weihnachten nicht zerstören. Schluchzend nahm ich das Puzzle und ging zum Kamin. Ich öffnete die Glastür und sofort schlug mir eine brüllende Hitze entgegen. Die Flammen gierten nach Nahrung und streckten ihre heißen Finger nach mir aus. Ich schaute noch einmal auf mein Geschenk in meiner Hand. Es war der Eiffelturm bei Nacht als 3D-Puzzle. Vor einem halben Meter war er hoch mit dem aufgebauten Zustand. Doch ich würde ihn niemals in voller Pracht zu sehen bekommen. Ich warf die raschelnde Schachtel in die Glut. Tränen, die mir viel heißer erschienen als das Feuer, welches mein Geschenk verschlang, liefen mein Gesicht hinunter. »Die anderen Sachen auch«,
hörte ich die scharfe Stimme meiner Mutter hinter mir. Einen Inlineskate nach dem anderen legte ich in den Kamin. Als ich nach dem T-Shirt griff, vergrub ich mein Gesicht darin. Ich versuchte mir damit die Tränen von den Wangen zu wischen und sog den unverwechselbaren Duft von neuer, ungetragener Kleidung ein. Dann verschwand auch das Shirt in den Flammen. »So, mein Junge«, sagte mein Vater, »du wolltest unbedingt wissen, was in deinen Geschenken ist. Jetzt weißt du es ja. Geh auf dein Zimmer und nimm den Müll mit.« Schluchzend und niedergeschlagen hatte ich mich damals in meinem Zimmer verkrochen. An Heiligabend musste ich selbstverständlich dabei sein und mit ansehen, wie meine kleine Schwester voller Freude ihre Geschenke auspackte. Weder meine Mutter noch mein Vater hatten mich an diesem Abend großartig beachtet. Ich hatte daraus gelernt. Das Jahr darauf konnte ich mich zurückhalten und riss tatsächlich erst an der Bescherung das Papier von meinen Geschenken. Aber heute war der Drang, meiner Neugier nachzugehen, einfach zu groß. Doch ich würde denselben Fehler nicht noch einmal begehen und die Klebestreifen versuchen abzureißen. Diesmal entschied ich mich dafür, sie durchzuschneiden und das Papier an exakt den gleichen Stellen wieder mit neuen Streifen zu verschließen. Ich schlich in die Küche auf der Suche nach dem schärfsten Messer, das ich finden konnte. Eine Schublade nach der anderen öffnete ich, dann sah ich endlich das große Küchenmesser. Leise griff ich danach und wollte mich auf ins Wohnzimmer machen. »Was machst du da?« fragte meine Schwester mit verschlafenen Augen, ihr Kuscheltier in der Hand. Vor Schreck ließ ich das Messer fallen und das Metall klimperte auf den Fliesen. Ach, um ein Haar hätte ich meinen Fuß erwischt. »Das war knapp«, lachte sie. »Psst«, ich deutete ihr mit einer Geste an, nicht so laut zu sein. »Unter dem Baum liegt ein riesiges Geschenk«, flüsterte ich. »Willst du auch wissen, was drin ist?« Sie nickte eifrig und folgte mir ins Wohnzimmer. Während ich mich mit dem Messer an den Geschenk zu schaffen machte, um einen Blick zu erhaschen, kuschelte sie sich mit ihrem Stofftier an meine Seite. Fein säuberlich durchtrennte ich Klebestreifen für Klebestreifen. Ich war kurz davor, das Geheimnis zu lüften und meine quälende Neugier zu stillen. Auf einmal zuckte meine Schwester neben mir zusammen, als das Deckenlicht eingeschaltet wurde und meine Mutter im Türrahmen stand. »Was ist denn hier los?« keifte sie mit aufgebrachter Stimme. Sie hatte ihre Hände in die Hüften gestemmt und musterte uns mit einem vernichtenden Blick. »Machst du dich etwa schon wieder an den Geschenken zu schaffen? Und diesmal stiftest du deine Schwester auch mit an?« In ihrer Stimme lag so viel Verachtung. Meine Schwester, die eben noch halb schlafend mit mir vor dem Geschenk saß, war erschrocken aufgesprungen und vergrub ihr Gesicht teils in das Stofftier, teils in blaues, teils ins Hosenbein unserer Mutter. Nun saß ich alleine vor diesem riesigen Ding, mit dem Messer in der Hand. Es hätte nicht mehr viel gefehlt, vielleicht noch ein oder zwei Schnitte, dann wäre das Geheimnis gelüftet. Ich hätte es diesmal schaffen können, ohne erwischt zu werden, ohne dass meine Eltern etwas davon mitbekommen hätten. Doch auch dieses Mal hatte es nicht geklappt. Ich sah zu meiner Mutter auf. Über ihre Lippen huschte ein kleines, aber diabolisches Lächeln. »Da du es ja anscheinend gar nicht abwarten kannst, dieses Geschenk auszupacken, darfst du es jetzt tun. Und du darfst es auch jetzt schon benutzen. Ist das nicht schön?« Über diese Aussage wunderte ich mich etwas, musste ich doch beim letzten Mal, als ich erwischt wurde, all meine Geschenke ins Feuer werfen. Nun durfte ich es sogar behalten. Vorsichtige Freude stieg in mir auf und ich zerriss das Papier. Ein Kasten. Ich sah auf einen riesigen, rechteckigen, grauen Kasten. Mein Blick wanderte zu meiner Mutter. »Das ist eine schallisolierte Erziehungsbox«, sagte sie. »Die haben dein Vater und ich uns gegönnt, um dir ein paar Manieren beizubringen. Du wirst da jetzt einsteigen und ich werde den Deckel schließen. Da drin hast du sehr lange Zeit zum Nachdenken und nichts wird dich darin ablenken.« Sie lächelte. Ich schüttelte den Kopf, Tränen schossen mir in die Augen. »Nein, Mama, bitte ich, du steigst da sofort hinein!« Ihr Blick duldete keine Widerrede. Langsam hob ich ein Bein nach dem anderen in die Box
und kauerte mich schließlich auf den harten, kalten Boden. Das Letzte, was ich sah, war das Gesicht meiner Mutter. In ihrer Mimik spiegelte sich eine Mischung aus Enttäuschung und Verachtung. Besser dich! Mit diesen Worten schloss sie den Deckel. Ja, Onkel Brody. Letztens habe ich noch einen Witz gemacht, schwarze Pädagogik. Man muss normale leere Kartons ein Geschenkpapier einwickeln, unter den Weihnachtsbaum legen und immer, wenn das Kind böse war, einfach einen leeren Karton ins Feuer werfen. Ja. Es war nur ein Witz. Doch Onkel Brody machte eine Geschichte daraus. Ziemlich krass. Okay, alter Onkel Brody, sagt Joker Richter. Nein, Brody, sagt Jim Jabba. Hyde-Exe, sagt eine Erziehungsbox. Voll die Super Nanny. Klingt nach der Ich schäme mich Kiste. Frohe Weihnachten zusammen. Hey, Stimmung, sagt Kittenhund. Okay, krasse Geschichte, sagt Green Mousy. Wieder mal genial, sagt Hyde-Exe. Lupilu, was bitte? Essengrad sagt, super Geschichte, Brody, und auch sehr grausam für das Kind. Wahnsinn, sagt Lupilu. Ja, mir hat sie auch sehr gut gefallen. Ich meine, ich erfreue mich nicht an Grausamkeiten, mal davon abgesehen. Und ich bin sehr pazifistisch. Meine Hunde erziehe ich auch nicht, indem ich sie schlage oder vor ihrer Schnute das Essen weg... Okay, das mache ich. Aber, also weg esse. Aber ich würde sagen, die Geschichte war halt ziemlich gut. Die hat schon schockiert. Ich werde gerne schockiert in Geschichten. Und Onkel Brody schafft es einfach jedes Mal wieder. Zuerst erwartet man, boah, das wird so eine krasse Blutgeschichte, aber nein, es war heute für jeden Zuhörer sehr emotionale Folter. Rumpelkeller sagt, er hatte doch Messer in der Hand, warum hat er die Mutter nicht abgeschlachtet? Ach komm, kannst du nicht deine... Ja, okay. Bei Onkel Brody ist alles möglich. Chris Wilddrang sagt, Onkel Brody, du bist richtig gut. Das finde ich auch. Monstercrafter sagt, hä, was? Kathi isst den Hunden das Essen von der Schnauze weg? Nenn ich ihr Essen. Aber ich bin sehr gut darin, Hunde zu ignorieren, wenn ich esse. Und deren Köpfe werden immer so schwer und dann legen die sich auf meinen Schoß und dann stupsen die einen manchmal an oder sitzen unterm Tisch und blinzeln nicht mal, sie starren nicht einfach nur an. Ich kann das sehr gut ignorieren, das meine ich damit. Es war sehr grausam, aber... Ja. Lila Waldfee sagt, hätte er die Mutter abgeschlachtet, wären wir nicht schockiert. Mavudo sagt, verhungernde Hunde, ganz schlimm. Ja, es ist wirklich so. Sie geben einem immer das Gefühl, sie sterben gleich, wenn sie nicht deinen Schnitzel kriegen. Okay, Hija sagt, echt böse, wie man es von Brody kennt. Also mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Wir haben noch zwei Geschichten heute. Wollen wir gleich weiterlesen? Ja, ja, oder? Würde ich schon sagen. Mal gucken, was wir jetzt... Die hatten wir schon. Mavudo. Alle Jahre wieder. Ich habe es jetzt mal so genannt, aber ich habe später gesehen, du hast mir zugestimmt. Ich habe kein passenderes Bild gefunden, okay? Es ist manchmal nicht einfach, ein passendes Bild zu finden. Deswegen habe ich jetzt ein Sackgassenschild genommen, das eingeschneit ist. Ich hoffe, man erkennt das. Ja, sollte man eigentlich erkennen. Und ich habe ein Wortspiel mit Dead End gemacht. Okay. Kettenmund sagt, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass das tatsächlich der Erziehungsmodell einiger war. Ja, schwarze Pädagogik, haben wir auch am Freitag wieder drüber geredet. Hattet ihr das nicht, wenn ihr euer Zimmer nicht aufgeräumt habt, dass eure Eltern reingekommen sind und alles weggeschmissen haben, was auf dem Boden lag? Bin ich da die Einzige? Also, der blaue Müllsack kam dann und dann ist alles weggeflogen, wenn ich nicht aufgeräumt habe. Nicht immer, aber regelmäßig. Von daher ist nicht immer alles weggeflogen. Manchmal meine Eltern auch geblufft und mir den Sack am nächsten Tag wieder gegeben, auf den Boden ausgekippt und gesagt, jetzt räum auf, Kind. Aber gut, vielleicht bin ich doch die Einzige. Okay, lesen wir erstmal Mavudos Geschichte. Mal gucken, ob es noch ernste Weihnachtsmusik gibt.
alle Jahre wieder. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter dem Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunten Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Es war so überaus weihnachtlich. Das Haus war erfüllt vom Duft frisch gebackener Plätzchen. Goldene Glaskugeln hingen am Tannenbaum. Es war der prächtigste, den wir je hatten. 1,50 Meter groß, nur wenige kahle Äste. Doch mein Vater schien alles andere als in festlicher Stimmung. Er wirkte gestresst, die Krawatte um seinen Hals war gelöst, Schweiß auf der Stirn. Er stand im Flur und telefonierte, verabschiedete sich und legte auf, nahm den Hörer vom Telefon und drehte die Wählscheibe. »Kinder, wollt ihr nicht ins Esszimmer kommen?«, fragte uns meine Mutter und lächelte von der offenen Küche zu uns herüber. »In das Esszimmer?«, fragte ich überrascht. »Wir frühstücken nie im Esszimmer.« Ein strenger Blick meines Vaters verwies meine Schwester und mich dennoch dorthin. Unsere Mutter brachte uns Sandwiches und schloss die Tür, sodass wir das Gespräch unseres Vaters nicht mehr belauschen konnten. Im Flur piepte etwas und wenig später kam mein Vater hereingeplatzt. Geplatzt. »Der Seismograph hat ausgeschlagen, es gab einen zweiten Einschlag«, sagte er aufgebracht. Meine Mutter blieb gelassen und versuchte, meinen Vater zu beruhigen. »Wir haben das schon mal überstanden, wir werden das wieder überstehen.« Sie blickte aus dem Fenster und seufzte. »Ich hatte mich auf ein Weihnachten über der Erde gefreut. Vielleicht nächstes Jahr.« Wenig später dröhnte der Alarm durch die Straßen und wir hörten, wie das Haus begann, sich abzuregeln. Ich hörte Motorenlärm und das Kreischen der Hydraulik. Ich warf einen letzten Blick nach draußen in die skurrile Idylle der vornehmen Bungalows zwischen den zerfallenen Ruinen, während sich das Haus immer tiefer in den Erdboden absenkte. Als ich endlich hörte, wie sich die Betondecke über dem Haus schloss, wusste ich, dies wird wieder ein harter Winter. Denn wer wusste schon, wie viele Jahre der nukleare Winter dieses Mal anhalten würde? Eine Vorortgeschichte! Mavudo, so toll, dankeschön! So kann ein Weihnachten auch enden. Oder beginnen, je nachdem. Mir hat sie richtig gut gefallen. Danke dafür. Sie war kurz, aber sie muss halt nicht immer lang sein. So. Wundervoll, sagt Eisengrout. Marude sagt, ich hatte Angst, man erkennt es nicht. Doch, man erkennt es schon. Hat mir sehr gut gefallen. Heidechse schickt Emojis. Ja, diese Verzögerung, ich muss diese Verzögerung rumkriegen, bis ihr geschrieben habt und ich es vorlese. Jetzt zum Beispiel. Hija, toll, mal was ganz Neues. Heidechse sagt, kurz, aber gut. Creepy König sagt, krass, kurz und bündig, hat mir gefallen. Mir auch, ich liebe total solche Geschichten. Und, oh, Fallout, ich habe es nie fertig gespielt. Ich kam an eine Stelle, an der ich eine Katze getötet habe. Und die ganze Stadt hat daraufhin versucht, mich zu töten. Das war voll doof. Ja, und gut. Jetzt spiele ich zurzeit Ark. Marude sagt gerade, ist noch bei Fallout 1. Ich glaube nicht, dass das Fallout 1 ist. Weiß ich, welcher Teil das ist? Archie, rette mich! Doch Archie kam niemals. Ich fand sie super, sagt Onkel Brody. Warum hast du eine Katze getötet? Kettenhund. Wenn man etwas töten kann, dann töte ich das natürlich. Das ist doch... Fallout 4, du hast Fallout 4 gespielt. Ich habe Fallout 4 gespielt. Also. Du warst in Diamond City und hast da deine Katze getötet. Deswegen hat das komplette Wachpersonal dich umgebracht. Und deswegen konnte ich da... Egal, ich habe immer wieder angefangen, die haben mich immer weiter getötet. Ich war in einer Endlosschleife aus wütenden Bürgern. Ich habe dich mehrfach davor gewarnt, dass genau das passieren würde. Ja, und hier in der Stadt ist es so, wenn du mit deinen Hunden Gassi gehst, wird versuchen hier die Bürger dich hier auch rumzubringen. Ist so, ich bin hier auch in einer Endlosschleife aus Mord gefangen. Wie oft wurdest du schon ermordet? Hier im echten Leben? Ja.
Noch nicht. Ich konnte entkommen. Aber wer weiß, vielleicht spawnt diese verrückte Mutter eines Tages wieder. Ach, du meinst, sie spawnt da unten? Ja, geh ich nicht mehr hin. Ah, solange du hier respawnst, ist alles gut. Möchtest du die letzte Geschichte lesen oder soll ich sie lesen? Ich werde wahrscheinlich gleich einen Anruf kriegen, also wäre es besser, wenn du... Okay, dann schönen Gruß. Richtig aus. Okay. Viel Spaß euch noch. Es ist halt richtig krass. Bei Assassin's Creed zum Beispiel. Ich habe letzten Winter so schön jeden Abend in meinem Schaukelstuhl gesessen und Assassin's Creed gespielt. Und was ich halt übelst witzig finde, ist halt alles Mögliche zu beschießen. Ich töte auch sehr gerne dort irgendwelche Zivilisten. Das macht einfach Spaß. So, dass es ganz knapp ist, bis mich alle verfolgen und dann laufe ich einfach amok und renne weg, entkomme, klettere, springe und ja, töte einfach alles. Manchmal braucht man das. Es gibt Tage, da ist bei Assassin's Creed nicht mehr viel übrig. Auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, dass man die Pferde auch töten kann. Wenn Leute drauf sind, ist das verdammt witzig, wenn du die Pferde tötest und dann überschlagen sich die Kutschen. Alter, Kathi. Ja, Entschuldigung. Du hast nie wieder einen Stream auf YouTube geladen bekommen. Oh Mann. Mal wurde Zitat. Ich töte sehr gerne irgendwelche Zivilisten. Kathi Winter 2018. Auf jeden Fall habe ich das total gern gemacht. Und Archie kam dann irgendwann rein. Und er hatte gesagt, du darfst die Pferde nicht umbringen. Bist du doof oder was? Und dann war der schon richtig sauer, weil ich das verdammt lustig finde. Er hat gesagt, jetzt hör auf, die Tiere da zu töten. Also zum Beispiel die Hunde würde ich da nie anfassen. Aber Hunde kann man auch nicht töten. Katzen auch nicht, die kann man immer nur streicheln. Das macht total Spaß. Aber die Pferde kann man töten. Das ist so lustig. Ich habe dann immer versucht, zum Beispiel denen mal direkt ins Auge zu schießen oder so. Einfach ein paar Schussübungen machen. Und dann war Archie irgendwann so sauer auf mich, dass sie richtig, richtig grantig wurde. Ja. Aber ich wurde in Fallout dafür bestraft. Ich habe daraus gelernt, okay? Manchmal hat so ein kleiner Mord auch Konsequenzen. Habe ich auch nicht gewusst. Hast du schon mal Dishonored gespielt? Nein, noch nicht. Aber ich habe auch noch keinen Urlaub. Ende nächster Woche. Wollte eigentlich ab 1. Aber gut, mache ich noch 2 Wochen länger. So. Archie, wenn du das liest, erinnere dich an das Sicherheitswort. Archie hat mir die Geschichte mit dem Pumpernickel erzählt. Ich kenne sie. Okay, so, letzte Geschichte. Wie gesagt, was nächste Mal in Winter Tales ist, das sage ich euch beim nächsten Stream. Und das steht dann auf Discord auch wieder. Und, oh, ich werde schon heiser. Und dann werden wir nächste Woche auf jeden Fall einen weihnachtlichen Stream machen. Voraussichtlich wird es eine Charles Dickens Geschichte geben. Der hat extrem viel Weihnachtssachen geschrieben. Ganz tolle Texte. Machen wir nächste Woche ein schönes Endlosschleifen-Video an. Gucken uns Kamin an oder so. Also nächste Woche bringt ihr bitte alle Plätzchen mit. Und dann lesen wir Charles Dickens. Okay. Dann kommt jetzt die letzte Geschichte. Die hatten wir gerade von Green Mousy. Danke nochmal. Der Weihnachtswald. Eine seltsame Angewohnheit, die meine Eltern haben, ist, dass sie die Geschenke jedes Jahr bereits mehrere Tage vor Weihnachten unter den Baum platzieren. Für mich und meine Schwester ist das eine echte Herausforderung, nicht doch einmal einen kleinen Blick unter das Geschenkpapier zu werfen. Und nun war es wieder soweit. 2 Wochen vor Weihnachten entdeckte ich eines Morgens unter dem geschmückten Baum die vielen bunten Geschenke. Doch etwas war diesmal seltsam. Wir packten alles in die Kutsche und fuhren mit den Geschenken davon. Wohin es ging, sagten uns unsere Eltern nicht. Es wurde nur gesagt, es sei eine Überraschung. Unsere Eltern tauschten nervöse Blicke aus. Doch das interessierte uns nicht. Wir freuten uns auf die Überraschung. Wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt, wären wir nicht so voller Freude gewesen. Doch woher hätten wir es wissen sollen? Die Fahrt war lang und machte uns müde. Wir bekamen gar nicht mit, wie wir wegdösten. Doch wir tauchten schnell in den Schlaf. Sie schlafen, Schatz. Gut so, sie werden nichts merken.
Als wir erwachten, wussten wir nicht, wo wir sind. Meine Schwester hatte furchtbare Angst. »Wo sind Mami und Papi?« fragte sie mich mit Tränen in den Augen. Ich nahm sie in den Arm. »Alles wird gut, ich pass auf dich auf.« Da fiel mir auf, dass um uns die Geschenke standen mit einem Zettel. Ich nahm ihn sofort und las mir leise durch, was darauf stand. »Hallo Kinder, leider können wir es nicht mehr ändern. Wir können euch und auch uns nicht mehr versorgen. Darum beenden wir es. Aber ihr sollt noch eine Chance bekommen. Wir wünschen euch ein besseres Leben zustande, dass ihr ein besseres Leben zustande bekommt als eure Eltern. Wir wissen, dass wir es uns sehr leicht machen, aber so ist es nun mal in der Welt. Doch ihr werdet es besser machen. Als letzte Erinnerung lassen wir euch die Geschenke da. In ewiger Liebe, eure Eltern.« Ich zerknüllte den Zettel und überlegte, was ich meiner Schwester sagen sollte. »Wo sind nun Mami und Papi?« Ich überlegte kurz, bevor ich sprach. »Sie schlafen in einer anderen Welt.« Huch, die Musik ist, glaube ich, nein. Ich nahm sie dabei sofort wieder in den Arm. »Aber keine Angst, ich bin noch da.« Wir fingen an, die Umgebung zu untersuchen und stellten fest, dass wir in einer Höhle waren, die mitten im Wald lag. Der Wald war groß und voller riesiger Bäume. Ich hatte schon etwas Angst, aber irgendetwas zog mich tiefer in den Wald. Umso tiefer wir gingen, umso mehr fühlte ich dieses wohlig warme Gefühl im Körper. Auf einmal war alles still, kein Vogelgezwitscher mehr und auch kein Wind, der die Zweige schwingt. Da sah ich eine große Lichtung voller Tannenbäume, aber keine normalen Tannenbäume. Die Bäume waren geschmückt und leuchteten in einem warmen Licht. Wir näherten uns voller Freude den Bäumen. Als ich einen der Bäume berühren wollte, rief eine Stimme: »Nicht anfassen!« Ich erschrak auf der Stelle, drehte mich um und da stand etwas, was ich noch nie gesehen habe. Ein kleines Wesen, das knubbelig und ziemlich rund war. Ich fragte es: »Wer bist du?« »Ich bin Lisbeth und bevor du fragst, ich bin ein Kobold. Bitte fass die Bäume nicht an, ich habe lange gebraucht zum Schmücken.« Mir stand der Mund offen und ich brauchte eine Weile, bis ich wieder reden konnte. »Lebst du hier?« Lisbeth lachte. »Ja, natürlich lebe ich hier. Aber wo sind denn eure Eltern? Denn den Wald findet eigentlich kein Mensch.« Ich erzählte ihr, was auf dem Zettel stand. Und nun wusste auch meine Schwester, was mit unseren Eltern passiert ist. Sie umklammerte mich und weinte sehr stark. Lisbeth kam auf uns zu, versuchte uns vor sich hinzuschieben, doch leider gelang ihr das nicht so richtig, also ging sie voraus und wir folgten ihr. Es wurde dunkel, als wir ankamen. »Wo sind wir hier?« fragte ich sie, doch sie sagte nichts und ging weiter. In einer Höhle, wo ein Feuer brannte und alles weihnachtlich geschmückt war, stockten wir. »Ihr seid bestimmt hungrig«, fragte sie uns und drückte jedem von uns einen Teller voller Plätzchen in die Hand. Wir freuten uns heute richtig ein. Nach dem Essen brachte sie uns zu einem riesigen Bett, wo wir uns in eine Kuscheldecke einwickelten und sofort einschliefen. Lisbeth weckte mit einem Teller, der voller Pfannkuchen war. So wohl hatten wir uns noch nie gefühlt. Ich beschloss, nach dem Essen lieber zu fragen, wie dieser Ort heißt. »Wie heißt eigentlich dieser Ort, wo wir sind?« Sie hielt ihren Finger vor den Mund und machte ein Zeichen, dass wir ihr folgen sollten. Sie ging in Richtung einer anderen Lichtung. »Wartet hier!« Wir setzten uns auf Steine und warteten. Es wurde uns kalt und weit und breit niemand war zu sehen. Ich stand auf und schrie in den Wald: »Lisbeth! Lisbeth!« Auf einmal kam etwas angerannt. Ich konnte nicht erkennen, was es war, weil es einfach viel zu schnell war. Und klatsch, da lag ich auf dem Rücken. Als ich meine Augen öffnete, saß etwas auf meinem Bauch. Es war auch ein Kobold, nur kleiner und dicker. »Hat Lisbeth euch nicht gesagt, dass ihr still sein sollt? Wenn ihr so rumschreit, dann weckt ihr den großen Roten.« Ich schaute immer noch überrascht auf ihn. Als meine Schwester fragte: »Wer ist der große Rote?« Der dickliche Kobold stand langsam auf und holte tief Luft. »Der große Rote ist der Herrscher des Waldes.
und er mag es nicht, wenn Fremde auftauchen, ohne ihn zu fragen, ob sie den Wald betreten dürfen. Ich stand auf und schaute mich verängstigt um. In dem Moment kam Lisbeth aus einem Gebüsch. »Schrei die Kinder nicht so an, sie kennen unsere Regeln nicht«, schimpfte sie mit dem Dicken, der nur schmollend reinschaute. »Nehmt Knubbel nicht so ernst, er ist meistens schlecht gelaunt. Komm, ich muss euch was zeigen.« Knubbel und Lisbeth gingen voraus. Während sie wir so liefen, schimpfte Lisbeth oft mit Knubbel. Wir mussten uns ein Kichern verkneifen. »So, Kinder«, begann Lisbeth, »nun muss ich euch die Augen verbinden.« Sie zog aus ihrer Tasche zwei Augenbinden. Wir mussten uns hinknien, damit sie uns die Augen verbinden konnte. Sie versuchte uns zu führen, was sich ihr ziemlich schwer herausstellte. Ich fiel auch ein paar Mal hin, was Lisbeth sofort leid tat. Doch Knubbel fand es jedes Mal amüsant, was er mit einem lauten Lachen auch zeigte. Endlich kamen wir an. Wir durften die Augenbinden endlich abnehmen. Vor uns standen ganz viele Kobolde und grinsten uns an. Wie aus einem Mund sprachen sie: »Hallo Kinder, willkommen, lasst uns zusammen Weihnachten feiern.« Es war die Lichtung, auf der wir schon waren. Da waren wieder die geschmückten Bäume und alles war so weihnachtlich. Wir setzten uns um ein Feuer und die Kobolde stellten die Geschenke unter die Bäume. Da waren auch die von unseren Eltern dabei. Die Kobolde setzten sich zu uns und fingen an zu singen. Plötzlich stand Lisbeth auf und stellte sich vor uns hin. »So, Kinder, bevor wir weiter feiern können, heiße ich unseren Herrscher des Waldes willkommen. Hier ist er, der große Rote.« Aus dem Nichts tauchten auf einmal 8 Rentiere auf, mit Glöckchen. Und da kam etwas Großes auf uns zu, das wir erst nicht richtig erkennen konnten. Es war tatsächlich der Weihnachtsmann, der Herrscher im Wald war. Wir strahlten über unsere Gesichter. Meine Schwester rannte sofort auf ihn zu und umarmte ihn. Er schaute uns beide an, bevor er sprach. »Ihr habt es zur Lisbeth geschafft. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.« Ich wollte fragen, woher das weiß, doch da sagte er schon: »Der Weihnachtsmann weiß alles. Ho, ho, ho!« Wir feierten unser bestes Weihnachten. Es gab leckeres Weihnachtsessen mit Nachtisch. Die Geschenke waren toll, selbst die Geschenke unserer Eltern waren wunderschön. Mami und Papi hatten selbstgestrickte Sachen und Holzspielzeuge gemacht. Wir schauten uns an und auf einmal sagte meine Schwester: »Sie haben uns doch geliebt.« Wir umarmten uns und weinten voller Freude. Der Weihnachtsmann setzte sich zwischen uns und wir sangen Weihnachtslieder in die Nacht hinein. Das war die Geschichte, wie wir zum Weihnachtsmann kamen. Das liegt nun sehr viele Jahre zurück. Und ihr wollt bestimmt wissen, was aus mir und meiner Schwester geworden ist. Meine Schwester wurde die Frau von unserem Retter. Sie wurde zu Frau Weihnachtsmann. Sie liebt ihr neues Leben. Sie wollte, dass wir was bekommen haben. Sie wollte, dass wir bekommen haben, anderen Kindern schenken. Nun ist sie wie die Mama für Kobolde und die lieben ihre Mama. Ja, und ich wurde der, den ihr alle als den Krampus kennt. Ich will nicht, dass die bösen Kinder denken, sie kommen mit allem durch. Nein, nur liebe Kinder verdienen Geschenke. Böse Kinder verdienen mich. Also immer schön brav sein und dankbar für das, was man hat. Dann kommt der Krampus nicht zu euch. Wenn ihr euch jemals in einem Wald verlaufen solltet, wo Tannenbäume geschmückt sind, seid ihr was Besonderes und seid im Weihnachtswald, wo Lisbeth euch begrüßen wird mit leckeren Keksen. Ein schönes Weihnachten! Mit der Musik perfekt gepasst. Green Mousy, Dankeschön dafür. Also dort schreit Krampus, Herz. Kettenhund sagt, es war ja tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte. Ich bin erstaunt. Ja. Ich kann nichts dafür, wenn ihr alle so verkorkste Fantasien habt und mit Weihnachten Blut und Schrecken verbindet. Na, eigentlich bin ich froh darüber, denn wir mögen
Wir mögen gruselige Geschichten, ja. Geile Idee, sagt Onkel Brody. Respekt gefällt mir. Eisengrout sagt tolle Geschichte, Green Mousy. Creepykönig sagt zauberhafte Geschichte. Mrs. Sabotage sagt sausüß. Heidexe sagt, ah, die Geschichte fand ich ganz toll. Captain Hund sagt, ich habe fast damit gerechnet, dass die Kobolde sie grillen oder sowas. Ja, wir sind alle schon ziemlich verkorkst, was das angeht. Daher ist es auch mal schön, so eine Geschichte zu hören. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Green Mousy sagt, ich dachte mir, eine harmlose Geschichte muss dabei sein. Ganz genau. Ich war jetzt zum Abschluss. Ja. Das hast du schön geschrieben. Ganz genau. Finde ich auch. So, wie gesagt, was in nächsten Winter Tales kommt, das erzähle ich euch nächste Woche. Am Freitag um 20 Uhr beginnt die SCP-Party und je nachdem, wie viele Texte wir haben und wie lustig das wird oder traurig, weiß ich nicht, kann auch sehr cringy sein und alle sagen, oh Gott, hoffentlich endet der Abend bald. Ihr wisst, wie Weihnachtsfeiern sind. Je nachdem werden Archie und ich vielleicht noch ein Spiel spielen. Aber vielleicht bleibt es auch nur dabei, SCP-Akten vorzulesen. Schauen wir mal, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich habe dann auch mein Soundboard so programmiert, dass wir auch ein Zensiergeräusch haben. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Archie und ich in Weihnachtskluft, hoffentlich, wenn bis dahin meine Weihnachtssachen da sind. Und ja, okay. Sugar Richter sagt, ich bin am Freitag mit dabei. Das freut mich, dann sind wir ja schon mal zu dritt. Immerhin. Okay, dann wünsche ich euch erstmal für heute noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt gleich Archie dazu überreden, mir eine Tomatenstulle zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Butter drauf, Tomaten drauf, Salz und Pfeffer und Zwiebeln. So lecker. Und die besten Tomatenstollen macht Archie. Die schneidet er in winzige Happen, in ganz, ganz kleine Stücke, dass man immer einen Happen nimmt und der perfekt in den Mund passt. So. Das ist sehr cool. Früher dachte ich, meine Mutter macht die besten Tomatenstullen. Jedes Abendbrot hat sie sich eine Tomatenstulle gemacht. Und kaum war sie fertig, habe ich eine genommen, mein Vater eine Hälfte, meine Schwester eine Hälfte. Und während wir sie gegessen haben, hat meine Mutter die nächste gemacht. So ist meine Mutter eines Tages verhungert. Aber wir hatten leckere Tomatenstullen. Und das ist alles, was im Leben zählt. Okay, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und dann hören wir uns live am Freitag wieder und ansonsten jeden Tag wieder mit zwei tollen Videos zur Weihnachtszeit. Also, schön, dass ihr dabei wart und bis dann!